Im Namen der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart begrüße ich Sie alle hier bei uns in Weingarten im Tagungshaus und alle Sie, die Sie heute Abend online dabei sind. Mein Name ist Dr. Heike Wagner. Ich leite an der Akademie den Fachbereich internationale Beziehungen. Zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen arbeiten wir seit einigen Jahren schon über unsere konkreten Themen hinaus, in meinem Fall die internationalen Themen, verstärkt zu Fragen von Demokratie hier in Deutschland. Wir haben zum Beispiel nächsten Monat eine Veranstaltung zum Thema Extrem ist in, zusammengelesen Extremistin, zu Frauen in rechtsextremistischen und salafistischen Bewegungen. Und ja, es ist kein Zufall, dass wir uns vermehrt mit Fragen von Demokratie beschäftigen. Das gesellschaftliche Klima, Bedrohungen und auch Tote, die zeugen davon, dass wir das verstärkter ins Blick nehmen müssen und auch handeln müssen. Ein zentrales Thema dabei ist der Rechtsextremismus. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser einen Experten im Thema Rechtsextremismus bei uns haben, der von sich sagt, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus ihm ein politisches Herzensanliegen ist. Vielen Dank fürs Dasein und fürs Kommen. Die Veranstaltung heute Abend findet statt im Rahmen der Weingartner Tage der Demokratie. Zusammen mit der Stadt Weingarten und unterstützt von Demokratie leben. Ich begrüße dazu Herrn Mehmet Aksoyan vom Verein Tavir, der uns im Namen der Stadt Weingarten und von Demokratie leben jetzt auch begrüßen wird. Herr Aksoyan. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kollegen, es ist mir eine überaus besondere Freude, Sie in Vertretung der Stadt Weingarten zu unserem heutigen Themenabend begrüßen zu dürfen. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der dritten Weingartner Tage der Demokratie statt und wird über Fördermittel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und Ihnen einige Eckpunkte der lokalen Umsetzung des Bundesprogramms Demokratie leben skizzieren. Weingarten nimmt seit 2015 als lokale Partnerschaft für Demokratie, so die offizielle Bezeichnung aller beteiligten Kommunen, am Bundesprogramm teil. In den vergangenen 6 Jahren wurden mit Bundesmitteln knapp 150 Einzelmaßnahmen und Projekte für eine demokratische Stadtgesellschaft und das friedliche Miteinander durchgeführt. Ohne die Hilfe und die aktive Beteiligung eines bürgerschaftlichen Engagements wäre uns dies bei weitem, vielleicht sogar gar nicht, gelungen. Insgesamt über 30 Projektpartner und Träger aus der Zivilgesellschaft sind inzwischen Teil unseres Netzwerkes und setzen mit ihrem Beitrag ein Zeichen für eine wehrhafte Demokratie, für gelebte Vielfalt und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es sind insbesondere 3 Handlungsbereiche, die dabei im Fokus stehen. Diese sind die Demokratieförderung, die Vielfaltgestaltung und die Extremismusprävention. Wobei auf dem Themenfeld der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ein besonderer Schwerpunkt liegt. Gerade das Thema des heutigen Abends trifft ein Kernanliegen des Programms, nämlich der aktiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und des inzwischen offenen Hasses gegenüber Minderheiten. Fürwahr, aus Worten sind längst Taten geworden. Fremdenfeindliche Gewalttaten, Hakenkreuzschmierereien an öffentlichen Gebäuden, antisemitische Texte im Internet und rechtsextremistische Parolen bei Aufmärschen und Demonstrationen sind leider ein Teil unseres demokratischen Alltags geworden.
Eines haben diese Taten gemeinsam. Sie wollen eine vergessene Angst inmitten unserer Gesellschaft schüren und die eigenen Reihen mobilisieren. So möchte ich als Ravensburger mit türkischen Wurzeln dem nachkommen und uns allen die Frage stellen. Sind wir wirklich verängstigt und eingeschüchtert? Nein, gewiss nicht. Vielleicht schockiert und besorgt, aber auch mutig genug, um uns als Demokraten dieser Herausforderung zu stellen. Ich hoffe, dass dieser Abend unseren Mut stärkt. Zuletzt möchte ich einen besonderen Dank an mein eigenes Orga-Team und meinem Träger Tavir danken, an das Leitungsteam der Akademie, hier insbesondere Frau Heike Wagner, unserem politischen Vertreter im Bundestag, Herrn Benjamin Strasse, für sein Mitwirken und ganz zuletzt dem Bund für die aktive Förderung unserer Kommune aussprechen. Sie alle tragen zum Gelingen solcher Formate bei und machen unsere Demokratie erlebbar. Vielen Dank. Ja, erlauben Sie mir kurz, Herrn Benjamin Strasser vorzustellen, bevor er dann auch das Wort übernehmen wird. Benjamin Strasser ist hier in Weingarten geboren und in Berg, so ein paar Kilometer Luftlinie, aufgewachsen. Er hat in Konstanz Rechtswissenschaften studiert und ist als freiberuflicher Rechtsanwalt zugelassen. Sein Referendariat absolvierte Herr Strasser am Landgericht Stuttgart. Anschließend arbeitete er als parlamentarischer Berater für den ehemaligen FDP-Justizminister, Herrn Prof. Dr. Ulrich Goll, und als solcher im baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschuss. Seither hat ihn das Thema NSU, Rechtsterrorismus und Extremismus nicht mehr losgelassen. Seit dem Jahr 2017 ist Herr Strasser Mitglied des Bundestages für die FDP. Er ist dort für alle Themen der inneren Sicherheit zuständig. Er vertritt die Fraktion als ordentliches Mitglied und Obmann im Innenausschuss und ist seit diesem Jahr religionspolitischer Sprecher und Antisemitismusbeauftragter der FDP-Fraktion im Bundestag sowie Leiter der Arbeitsgemeinschaft Parlamentarische Abwehrstrategien gegen Rechts. Wir haben hier jemand bei uns, der uns vom politischen Alltag, Umgang aus Untersuchungsausschüssen erzählen kann und auch jemand, der sich wirklich dezidiert in diesem Themenbereich persönlich auch engagiert. Sie haben es gehört, Benjamin Strasser kommt aus der Region. Und wir kennen uns daher von diversen Kinderfesten, Blutfreitags- und Fastnetzempfängen, was auch bedeutet, dass wir uns duzen. Wir werden das jetzt auch weiterhin tun. Das ist vor allem ein Ausdruck der Wertschätzung der Person, der Kontexte, aus denen wir uns kennen und auch den Rollen, die wir dort immer einnehmen. Natürlich vor allem auch eine Wertschätzung der Person. Da heute auch viele online dabei sind, wird der Abend so sein, dass Herr Strasser zunächst einen Kurzimpuls hält, dass wir dann zusammen ein Gespräch noch führen und dieses dann öffnen für Ihre Fragen und auch Ihre Fragen online. Ja, ich wünsche uns allen einen schönen und gelingenden und interessanten Abendarbeit, für mich Arbeit auch. Und ich freue mich jetzt auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Aksoyan, liebe Heike Wagner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich zunächst mal, dass ich heute Abend hier sein darf und mit Ihnen nachher auch in die Diskussion kommen darf, weil ich glaube, das, was in Weingarten jetzt zwei Wochen gut gemacht wird, die Weingartener Tage der Demokratie in Zeiten wie diesen extrem wichtig ist. Ich erlebe das als Parlamentarier tagtäglich auch an den Zuschriften, die man bekommt, dass unsere Demokratie
massiv unter Druck gerät von allen Seiten, quasi in die Zange genommen wird, von rechts außen, von links außen, von religiös motivierten Salafisten und anderen Strömungen. Und dass es umso wichtiger ist, dass das, was für uns selbstverständlich erscheint, nämlich dass wir in einer offenen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft leben dürfen, dass das zunehmend unter Druck und in Frage gestellt wird. Ich freue mich, dass wir heute Abend die Chance haben, eines dieser Phänomenbereiche ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, und das ist der Rechtsextremismus. Vor 20 Jahren, am 9. September 2000, wurde Enver Şimşek ermordet. Enver Şimşek war ein Blumenhändler in Nürnberg und, wie wir heute wissen, das erste Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds. Was folgte, waren 9 weitere Opfer, hauptsächlich mit Migrationshintergrund, 8 mit türkischem Migrationshintergrund, 1 mit griechischem Migrationshintergrund und 1 Polizistin. Und dieses Versagen des Staates ist nicht dadurch enttarnt worden, dass Ermittlungsbehörden diesen Tätern auf die Spur gekommen sind, sondern dass sich am 4. November 2011 Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem missglückten Banküberfall in Eisenach in einem Wohnmobil das Leben genommen haben. Und Beate Zschäpe, die dritte Person, die Wohnung, der letzte Unterschlupf, in Brand gesetzt hat, mehrere Tage auf der Flucht war und sich dann selber der Polizei gestellt hat. Was danach in all den Jahren in Untersuchungsausschüssen, aber auch im Gerichtsprozess in München aufgearbeitet wurde, war ein Staatsversagen unglaublichen Ausmaß, und dass man sich als Demokrat, und ich bin überzeugter Demokrat, ich bin überzeugter Anhänger des Rechtsstaats und auch unserer Sicherheitsorgane, so nicht vorstellen hat können. Und liebe Heike, du hast es gesagt, es ist mir ein Herzensanliegen, aber es war mir nicht in die Wiege gelegt, dass es schon immer klar war, dass das mein Lebensthema wird, sondern das sich ergeben hat aus meiner Arbeit als Mitarbeiter im NSU-Untersuchungsausschuss von Baden-Württemberg, der sich vor allem mit dem Mordfall an Michelle Kiesewetter, aber auch mit den Verbindungen dieser 3 Personen nach Baden-Württemberg in den 90er Jahren und danach beschäftigt hat. Und mir geht es ganz oft so, wenn man auch mit Kolleginnen und Kollegen redet, ehemaligen Arbeitskollegen, auch anderer Fraktionen, anderer Parteien, keinen lässt diesen Fall so wirklich los. Mit all seinen Fragen, seinen Zufällen, seinen Widersprüchen und das, was eben passiert ist. Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, Ihnen in 10 Minuten oder in 15 Minuten zum einen zu erzählen, was in fast 20 Jahren NSU passiert ist, was die aktuellen Herausforderungen des Rechtsextremismus sind und was vor allem Lösungsansätze für unsere Gesellschaft sein könnten. Ich bemühe mich, Sie mitzunehmen in diesen Fall, aber einiges werden wir wahrscheinlich dann auch in der Diskussion noch mal näher beleuchten können. Ich finde es sehr spannend, sich zunächst mal damit zu beschäftigen, wer war der NSU eigentlich? Was waren das für 3 Menschen? Kein Mensch wird als Extremist geboren, und ich sage auch, kein Mensch muss als Extremist sterben, sondern Menschen werden zu Extremisten auch durch die Umwelt, durch ihren Lebensweg, wie sie beeinflusst worden sind, durch wen und wie das gesellschaftliche Klima war. Und an den 3, an diesem sogenannten Kerntrio, lässt sich exemplarisch belegen, dass es den klassischen Rechtsextremisten eben nicht gibt, wie ihn auch viele in den Sicherheitsbehörden vor Augen hatten. Also die Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, Baseballschläger, ja, das ist ein Teil des Rechtsextremismus, ist aber nicht ein vollständiges Bild. Und das lässt sich bei den 3 belegen. Wer waren die? Beate Zschäpe war eine Frau oder ist eine Frau, die keine geordnete familiäre Situation hatte. Sie weiß bis heute nicht so wirklich, wer ihr Vater ist. Man geht davon aus, dass es ein rumänischer Student war, der in der DDR eben die Mutter von Beate Zschäpe kennengelernt hat. Auch das Verhältnis zu ihrer Mutter war jetzt nicht wirklich eng. Wer für sie lebensprägend war, war die Oma bis zuletzt und ihre Katzen. Auch so absurd können Neonazis sein. Also Menschen, die überhaupt kein Problem haben, andere Menschen zu ermorden, davon Fotos zu machen, einen jahrelangen Kampf zu führen. Dieser Frau waren ihre Katzen heilig, und es hat auch dazu geführt, bevor sie die Wohnung in Brand gesetzt hat, dass sie erstmal ihre Katzen bei den Nachbarn abgegeben hat. Also selbst in so einer Situation, man zumindest ein bisschen Mitgefühl noch spüren kann, aber eben nicht gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Ganz anders das Leben von Uwe Mundlos,
der sozusagen der Kopf, in Anführungszeichen, der Vordenker, wenn man das so sagen darf, dieses Trios war. Uwe Mundlos ist in einer sehr geordneten Familie in Jena aufgewachsen. Der Vater ist Informatikprofessor gewesen in Jena, die Mutter Kauffrau. Sehr ganz normaler Lebenswandel. Er hatte einen behinderten Bruder. Also er ist eigentlich auch mit Anderssein aufgewachsen in der Familie. Und die Familie selber schildert den Moment, den traumatisierenden Moment im Leben von Uwe Mundlos war der, als sein Bruder tot vor der Wohnungstür gefunden wird und nicht geklärt werden konnte, an was der eigentlich stirbt. Das beschreiben die Eltern als den Moment, wo ihr Kind ihnen entglitten ist. Uwe Mundlos war aber auch eine Person, die schon zu Zeiten der DDR 1988 offen als Skinhead und als Rechtsextremist sichtbar und unterwegs war. Und der dritte im Bunde, Uwe Böhnhardt, war der Schläger. Ein Mensch, der alle Probleme mit Gewalt gelöst hat, der im Leben eigentlich nichts erreicht hat, der sehr früh inhaftiert worden ist. Sozusagen die klassische Neonazi-Karriere, wie man sie eigentlich bisher kannte, durchgemacht hat. Und das zeigt, wie unterschiedlich der Lebenswandel war. Die drei haben sich dann in einer Phase radikalisiert in den 1990er Jahren, wo in Ostdeutschland ja vieles im Umbruch und in Frage gestellt war, staatliche Autoritäten von heute auf morgen weg waren, eine neue staatliche Ordnung noch nicht so schnell implementiert werden konnte. Und die Leute sich ganz bewusst Räume geschafft haben in Jena-Winzela, einer Plattenbausiedlung von Jena, den dortigen Jugendclub übernommen haben, und national befreite Zonen, wie sie es genannt haben, geschafft haben. Es ist überliefert, dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt in SS-Uniformen durch Jena gelaufen sind, in das KZ Sachsenhausen besucht haben, sich dort im Gästebuch entsprechend verewigt haben, also immer wieder Machtdemonstrationen gesucht haben. Dass man auch innerhalb der Szene Verbindungen gesucht hat über Neonazi-Konzerte, die maßgeblich auch mit zur Radikalisierung beigetragen haben. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie an den Wochenenden wirklich Hardcore-Rechtsrock hören und Texte, die vom Blut nur so triefen. Ich habe da auch Beispiele mitgebracht, falls Sie sich interessiert, was das für Texte waren, dann war das ein maßgeblicher Faktor der Radikalisierung. Man hat auch sich innerhalb der rechtsextremen Szene ausgetestet, man hat an Kreuzverbrennungen des Ku Klux Klan teilgenommen, einer Bewegung, die eigentlich eher aus Amerika kam, und man hat gegen Ende der 90er Jahre auch mit Sprengstoff experimentiert, also Rohrbomben gebastelt, erste Bombenattrappen platziert, beispielsweise im Fußballstadion von Jena unter der Tribüne vor dem Theaterhaus. Man hat Drohbriefe geschickt an die lokale Zeitung, an die Polizei. Also man hat schon ganz klar signalisiert, wer sind die politischen Gegner. Und aufgrund dieser Bombenfunde, dieser Attrappenfunde, ist das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen und die Polizei natürlich aufmerksam geworden und hat geschaut, wer könnte da dahinter stecken, hat es ermittelt und hat dann Hinweise gefunden, dass es sich um diese drei handeln könnte. Und im Januar 1998 kam es dann zu dem ersten Super-GAU, wo man eigentlich hätte alles schon verhindern können, wo Uwe Böhnhardt Polizeibesuch bekommt. Man versucht, diese Garage ausfindig zu machen, zuerst die falsche Garage aufmacht und ein Polizist dann wohl zu Uwe Böhnhardt sagt, jetzt haben wir euch, jetzt kommt ihr nicht mehr aus der Nummer raus, und Uwe Böhnhardt sich umdreht und einfach geht, ins Auto sitzt und wegfährt und keiner ihn aufhält. Man findet dann die Garage mit mehreren Kilo TNT, mit Kontaktpersonen, über 100 Kontaktpersonen, die sogenannte Garagenliste, die von der Polizei einfach abgeheftet wird und nicht weiterverfolgt wird, sondern erst nach dem Auffliegen des NSU 2011 diese Kontaktpersonen mal systematisch befragt und entsprechend in eine Verbindung gebracht werden. Und das der Moment ist, wo natürlich Böhnhardt die anderen beiden warnt und sie in den Untergrund gehen und wie gesagt erst 2011 dann wieder auftauchen. Was sich anschließt, sind 10 Morde, mehrere Sprengstoffanschläge wie das Nagelbombenattentat in Köln in der Kolbstraße oder in der Propsteigasse. Und wie gesagt, 10 Morde. Das legt in der Aufarbeitung ein Staatsversagen offen, wie man es noch nicht kannte. Und ich möchte nur ein paar Beispiele Ihnen mal geben.
Der Verfassungsschutz hat eine Szene finanziert in Thüringen, die ohne Gelder des Verfassungsschutzes so hätte nie entstehen können. Der sogenannte Thüringer Heimatschutz, der Anführer des Thüringer Heimatschutzes war Tino Brandt, ein V-Mann des Landesamts für Verfassungsschutz Thüringen, der nach eigenen Angaben über 200.000 Mark vom Verfassungsschutz erhalten hat, für verschiedene Hinweise, die er gegeben hat, und mit diesem Geld eben den Thüringer Heimatschutz aufgebaut hat, eine Szene, die so für ihn mit seinen finanziellen Mitteln gar nicht finanzierbar gewesen wäre. Wenn Sie mal überlegen, wenn Sie zu solchen Konzerten fahren, zu Demonstrationen, das kostet alles Geld. Sie müssen einen Bus organisieren, wo Sie die Leute hinbringen. Es waren noch Zeiten, wo es keine Handys gab, und wenn es Handys, dann war das keine Flatrate-Handys, sondern das hat alles Geld gekostet, und das war natürlich Geld des Verfassungsschutzes, die in diese Szene geflossen ist, wo sich auch die drei radikalisiert haben. Die waren Teil des Thüringer Heimatschutzes. Also auch das Thema des V-Leute-Wesens, ein Aspekt, den wir nachher gern noch weiter vertiefen können. Das Thema der Garagenliste hatte ich schon angewandt, also dass man in dem Moment, wo die Fahndung noch sehr akut war, nicht mögliche Kontaktpersonen aufgesucht hat oder nachgefragt hat, wo nicht klar war, wo gehen die drei jetzt hin, wer kann ihnen helfen. Es hat Helferstrukturen gegeben, die beim Untertauchen geholfen haben, die aber auch teilweise auf der Anklagebank in München saßen, also beispielsweise André Emminger und seine Frau, die waren zuletzt jeden Samstag bei den drei bei Kaffee trinken in Zwickau. Die waren sehr nah dran an den dreien, aber auch die Frage der Tatortauswahl. Es gab eine sogenannte Zehntausender-Liste mit potenziellen Tatorten, wo jeder einzelne Tatort, mögliche Tatort, ins Detail bewertet worden ist. Ruhige Lage, wie viel der Stock, wer bewegt sich da so. Und wir auch an den Tatorten sehen, wie beispielsweise in München, wo ein griechischstämmiger Schlüsselhändler erschossen worden ist, dieses Geschäft sehen Sie von außen so nicht und können Sie auch nicht erkennen, dass der Inhaber griechischer Eigentümer ist. Oder beispielsweise der Mord an Halid Yozgat in Kassel, wo übrigens ein Verfassungsschutzmitarbeiter während der Tat anwesend war, nachweislich, ist die Frage, wie kommen die ausgerechnet auf dieses Internetcafé? Kann es wirklich ein Zufall sein, dass Benjamin Gärtner, also der Neonazi, der in diesem eben Menschen geführt worden ist, der zum Tatzeitpunkt am Tatort war, Halid Yozgat nach eigenen Aussagen kannte, dass ein Neonazi aus der Kasseler Neonazi-Szene zwei Häuser weiter wohnte. Das sind alles Hinweise, Fakten, die darauf hindeuten, dass es Unterstützung gegeben haben muss, auch wenn wir das natürlich nicht rechtsstaatlich beweisen und nachweisen können. Und was ich besonders schlimm finde im Nachhinein, ist, dass seitens der Ermittlungsbehörden aus Opfern Täter gemacht worden sind. Dass die Frau von Enver Şimşek ihr unterstellt worden ist, sie hätte ein Verhältnis mit einem anderen Mann und deswegen hätte sie ihn aus dem Weg räumen lassen. Völlig ohne Anhaltspunkte, weil man mal testen wollte, wie die Frau auf solche Vorhalte reagiert. An anderen Tatorten genauso. Das sind Fehler, die passiert sind und wo wir uns auch als Politik überlegen müssen, wie wir dem gerecht werden. Was ist seitdem passiert, seit dem Auffliegen des NSU? Ist der NSU ein singuläres Ereignis der Geschichte, der eben passiert ist oder nicht? Ich glaube, nein. Seitdem hatten wir allein 4 rechtsterroristische Gruppen in Deutschland, die ausgehoben worden sind, die angeklagt und verurteilt worden sind, wie die Gruppe Freital, Old School Society und andere rechtsterroristische Vereinigungen. Wir haben in München einen Amoklauf auf das Olympia-Einkaufszentrum erlebt, wo Ermittlungsbehörden erst 4 Jahre später trotz entsprechender belegter Aussagen des Täters zu der Einschätzung gekommen sind, dass es sich dabei um einen Rechtsterroristen gehandelt hat. Wir haben im letzten Jahr allein 3 rechtsterroristische Morde, den Mord an Dr. Walter Lübcke, den Anschlag von Halle, wo 2 Menschen ums Leben gekommen sind, und den Anschlag von Hanau, wo auch mehrere Menschen ermordet worden sind. Und ich kann es tut mir leid, nicht ertragen, wenn es Innenminister gibt im Deutschen Bundestag, die nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke immer noch von einer Zäsur sprechen. Für mich ist das keine Zäsur, was da passiert ist, sondern die logische Konsequenz dessen, was wir seit Jahrzehnten in Deutschland erleben. Der schwerste Anschlag bis heute über alle Phänomenbereiche hinweg,
ist das Münchner Oktoberfest-Attentat von 1980, das sich heute oder dieses Jahr zum 40. Mal gejährt hat. Da sind 13 Menschen gestorben, 200 schwer verletzt worden. Das war mit Gundulf Kühler, ein Tübinger Student, der Teil der Wehrsportgruppe Hoffmann war. Wir haben im gleichen Jahr den Mord an Shlomo Levin und seiner Frau Frieda Pöschke, ein jüdischer Verleger, der ebenfalls von einem Angehörigen der Wehrsportgruppe Hoffmann erschossen worden ist. Wir haben seit 1990 über 184 Menschen, die in Deutschland von Rechtsextremen getötet worden sind, Migranten, Obdachlose und mit Dr. Walter Lübcke eben zum ersten Mal auch ein Politiker. Und wir haben den Umstand, dass wir immer mehr eine Radikalisierung auch in den Bereichen erleben, wo ich der Auffassung bin, dass das extremismusfreie Räume sein müssen, in Polizei, in Sicherheitsbehörden. Wir haben jetzt einen Lagebericht bekommen des Bundesinnenministeriums. Sie haben alle die Umstände gelesen, NSU 2.0, also dass über Polizeidatenbanken Kontaktdaten, Meldedaten von Leuten wie der Opferanwältin Seda Bada Yildiz abgegriffen werden und dann aus der Polizei heraus wohl Morddrohungen an diese Menschen geschickt werden. Das sind alles Umstände, die uns als Politik alarmieren müssen und wo sich natürlich die logische Frage stellt, wie können wir und was können wir dagegen tun? Ich möchte ein paar Dinge in die Diskussion mitgeben, was aus meiner persönlichen Auffassung, aus meiner persönlichen Sicht hilft. Das erste ist die Verbesserung der Analysefähigkeit von Sicherheitsbehörden, insbesondere von Verfassungsschutzbehörden. Thomas Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes, sagt selber, wir haben da ein Problem. Und die Lage ist nicht einfacher geworden, weil Rechtsextremismus diverser geworden ist, unübersichtlicher geworden ist, auch und gerade für die Gesellschaft. Den klassischen Neonazi der 1990er Jahre, den ich am Anfang beschrieben habe, den gibt es zwar noch, aber nicht mehr in der Form und in der Häufigkeit wie damals. Wir haben es mit beispielsweise sogenannten Nazi-Hipstern zu tun, der identitären Bewegung. Wenn ich Ihnen da ein Bild zeigen würde, würden Sie im Leben nicht drauf kommen, dass es ein Rechtsradikaler sein könnte. Die reden auch nicht mehr von Deutschland, den deutschen Ausländer raus, sondern die würden, wenn sie heute Abend hier stehen würden, sagen, wir von der identitären Bewegung, wir sind für Ethnopluralismus. Das hört sich erstmal total offen, liberal an. Pluralismus ist immer gut. Was ist das Konzept des Ethnopluralismus? Sagt nichts anderes, es ist gut, dass es verschiedene Völker gibt, aber die Völker sollen dort leben, wo sie herkommen und die sollen sich vor allem nicht biologisch vermischen, also nicht Kinder miteinander bekommen, sondern jeder soll da leben, wo er herkommt und mit den anderen nichts zu tun haben. Das ist nichts anderes wie Deutschland den deutschen Ausländern raus, hört sich nur besser an und offener an. Wir haben den ganzen Raum der politischen neuen Rechten, die eigene Thinktanks gegründet hat. Götz Kubitschek ist übrigens ein Ravensburger, der in Schnellroda ein Institut für Staatspolitik gegründet hat, die Denkschule, die Denkfabrik, ich habe mal gesagt, der Wallfahrtsort der Rechtsextremisten, das hat er auf seine Homepage genommen. Also ich bin bei Herrn Kubitschek auf der Homepage verewigt, als Empfehlung sozusagen, das wollte ich gar nicht so verstanden wissen, aber er weiß, glaube ich, schon, was ich meine, er hat es trotzdem auf seine Homepage genommen. Also es ist eine sehr diverse Szene. Wir haben Reichsbürger, wo nicht alle Rechtsextremisten sind. Es gibt unterschiedliche Motivationslagen, Reichsbürger zu sein, aber viele Reichsbürger sind auch Rechtsextremisten. Wir haben klassische Kameradschaften, wir haben rechtsextreme Parteien, wie der Dritte Weg, wie die Rechte oder die NPD. Und wir haben das ganze Feld der neuen Rechten und ein Verfassungsschutz muss analysefähig sein. Und deswegen ist es wichtig, dass eben dort nicht nur Verwaltungsjuristen sitzen, sondern dass externer Sachverstand in die Behörden reingeholt werden. Historiker, Soziologen, Rechtsextremismusforscherinnen und Forscher, die eben auch einen wichtigen Blick bringen. Dann das Thema Nachrichtendienstkontrolle ist mir ein Herzensanliegen, auch im Hinblick auf Anis Amri und seinen Anschlag. Wir müssen meiner festen Überzeugung nach die Nachrichtendienste stärker an die parlamentarische Kandare nehmen, gerade aufgrund dessen, was passiert ist bei NSU oder beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Wir müssen den Bereich der präventiven Kontrolle stärken. Also was wir jetzt machen, ist immer nur
im Nachgang über Untersuchungsausschüsse uns anzuschauen, was falsch gelaufen ist, uns dann für die Zukunft besser zu machen. Aber das Parlament hat keine Handhabe, jetzt proaktiv in den Sicherheitsbehörden zu schauen, was machen die eigentlich? Halten die sich eigentlich an die Regelungen, an die Gesetzesänderungen, die man nach NSU gemacht hat, gerade im Bereich der V-Mann-Führung, also dass V-Leute korrekt auch geführt werden? Wenn ich mir den Breitscheidplatzanschlag anschaue, komme ich zu dem Ergebnis, nee, ich glaube nicht, dass da V-Leute qualitativ so geführt werden, wie wir das als Parlament eigentlich erwarten. Und deswegen habe ich einen Gesetzentwurf geschrieben zur Einführung eines parlamentarischen Nachrichtendienstbeauftragten, der für uns Abgeordnete mit einem Mitarbeiterstab im Rücken unangekündigt stichprobenartig in diese Nachrichtendienste, in die Sicherheitsbehörden gehen kann, sich Verfahren zeigen lassen kann und sozusagen als unser Frühwarnsystem eingreift und sagt, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aus meiner Sicht müsst ihr an den und den Stellen etwas verbessern und auch im Deutschen Bundestag regelmäßig mal eine Debatte zur Arbeit der Nachrichtendienste stattfindet, auch in dem Hinblick, was denn alles gut gemacht wird. Also ich weigere mich auch zu sagen, da arbeiten nur Idioten. Den Eindruck bekommt man ja durch solche Untersuchungsausschüsse. Es ist also auch im Sinn der Nachrichtendienste selber, dass auch eine Parlamentsdebatte über die positiven Erfolge dieser Behörden stattfindet. Dann brauchen wir eine Änderung der föderalen Sicherheitsarchitektur. Das ist auch etwas, was jetzt nicht so mega sexy ist für einen Politiker oder mega spannend. Wenn ein Anschlag passiert, ist es immer besser, vor einer Kamera zu sagen, wir brauchen mehr Personal und wir brauchen mehr Überwachung und dann können wir sowas verhindern. Wenn man sich NSU anguckt, dann lag es mit Sicherheit nicht dran, dass die Behörden zu wenig Informationen über die drei hatten, im Gegenteil, sondern wir hatten das Problem, dass sich Behörden gegenseitig misstraut haben. Das Landesamt für Verfassungsschutz, sein damaliger Präsident Röver, der schreibt heute für rechtsextreme Szene-Magazine und der sagt, der NSU, den gab es so nie. Der war aber zu Zeiten des NSU Präsident dieses Amtes, eine sehr schillernde Persönlichkeit. Der hat solche Amtsführung gehabt, dass andere Verfassungsschutzbehörden in Deutschland gesagt haben, also die Thüringer bekommen von uns keine Infos mehr, weil die sich so unprofessionell verhalten in diesem Amt, dass wir Angst haben, dass unsere Quellen gefährdet werden. Und das Problem verschärft sich auch durch den Fachkräftemangel. Deswegen brauchen wir weniger Sicherheitsbehörden. Wir haben 40 Sicherheitsbehörden in Deutschland, die sich um unsere Sicherheit kümmern sollten. Kleine Landesämter wie Bremen mit 49 Vollzeitstellen, die damit alles abdecken sollen. Vergleich Baden-Württemberg hat 355 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die gleichen Tätigkeitsfelder. Und wir beobachten, dass extremistische Szenen sich nicht proportional über Deutschland verteilen, sondern dort, wo Anführer sind, dort, wo Szene-Treffpunkte sind. Und darauf muss auch eine Sicherheitsarchitektur reagieren. Und deswegen glaube ich, dass wir weniger Behörden brauchen, die aber dafür mehr zuständig sind und sich verantwortlicher fühlen für das, was in Deutschland passiert. Und letzter Punkt, wir können noch viel über Musik reden, werden wir gleich tun, über wie sinnvoll Verbote sind, aber das Letzte, was mir wichtig ist, ist die gesellschaftliche Diskussion. Sicherheitsbehörden können immer nur repressiv tätig werden. Mit Hardcore-Extremisten bringt es nicht, sich im Stuhlkreis zu setzen und die Probleme auszudiskutieren und zu hoffen, dass sie vielleicht irgendwie überzeugte Demokratinnen und Demokraten werden. Aber viele in diesem Vorfeld, das extrem wichtig ist für Radikalisierung. Denken Sie Anfang der 1990er Jahre, wo der NSU radikalisiert wurde. Was ist in Deutschland passiert? Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, wo Asylbewerberheime gebrannt haben, wo die gesellschaftliche Mitte johlend daneben stand, wo die Republikaner Wahlerfolge gefeiert haben. Übrigens auch und gerade in Baden-Württemberg. Das ist das Land, wo die Republikaner am erfolgreichsten waren, wo die zufälligerweise auch die gleichen Hochburgen der Reps die Hochburgen der AfD sind, die davor auch schon die Hochburgen der NPD waren. Also da gibt es auch was strukturell Verfestigtes. Und deswegen ist eine Bürgergesellschaft, die aus der Mitte raus den Diskurs führt, die dort, wo auch gegen Minderheiten gehetzt würden, beispielsweise an Stammtischen, vielleicht auch bei der einen oder anderen Familienfeier. Ich weiß, das ist nicht angenehm, dann unter dem Weihnachtsbaum, wenn so solche Sprüche kommen, dann zu sagen, also hör mal zu, was du da sagst. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig, in die Konfrontation zu gehen und die Grenze des Sagbaren
nicht immer weiter die rote Linie zu verschieben. Ich bin der festen Überzeugung, dass nicht es die Aufgabe von Minderheiten ist, für ihren Schutz zu kämpfen. Es ist nicht die Aufgabe beispielsweise von Jüdinnen und Juden gegen Antisemitismus zu sein, sondern es ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, von den Menschen, die eben nicht Angehörige dieser Gruppe sind, dafür zu sorgen, dass so etwas unterbunden wird und dass so etwas in der Form so nie wieder passieren kann. Das ist die Aufgabe von uns als Gesellschaft und deswegen mache ich das unter anderem auch heute, um mit Menschen in den Dialog zu kommen über dieses Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Benjamin Strasser, auch schon für den großen Bogen. Bis hin schon zu Ansätzen, was muss man denn tun und ganz konkreten Forderungen auch in die Struktur quasi der Institutionen. Ich greife jetzt den letzten Punkt auf, dieser gesellschaftliche Diskurs. Und möchte jetzt quasi dann, nachdem schon sehr viel auch quasi beantwortet und angerissen wurde, mache ich jetzt einfach so ein Advocatus Diaboli als erstes. Was ganz immer ganz schnell gesagt wird, wenn es ums Rechtsextremismus geht. Ja, warum beschäftigt ihr euch denn immer mit rechts? Warum nicht auch links? Als erste Frage gleich. Müsste gehen, oder? Eine Frage an die Technik. Mir wurde gesagt, das wird nicht verwendet. Ach so, okay. Doch. Ich weiß nicht, ob das geht wegen Corona, wenn das Mikro Nee, wir wollten eigentlich das verwenden und hatten das eigentlich angeschaltet. Das kriegen wir hin. Sonst könnte man auch noch ein anderes Mikro nehmen. Jetzt. Ja, das ist die erste Frage, die bei jedem Vortrag kommt, egal wo ich bin. Warum haben Sie dann heute Abend nicht zu Linksextremismus gesagt? Mitschwingen natürlich immer so der Vorwurf, wer ein Kämpfer gegen Rechtsextremismus ist, relativiert oder negiert die Gefahren von Linksextremismus. Das tue ich überhaupt nicht. Im Übrigen auch der Verfassungsschutz nicht, der ja auch sagt, wir haben die größte Bedrohung, sagen die auch zu Recht aus meiner Sicht, geht momentan für unsere Gesellschaft vom radikalen Islamismus und vom Rechtsextremismus aus. Aber Herr Haldenwang auch sagt, passt auf im linksextremistischen Bereich auf, da wird momentan eine Schwelle der Gewalt überschritten, bis hin auch zu versuchten Tötungsdelikten, das wir auf dem Radar haben müssen. Aber eine Sicherheitsbehörde muss immer schauen, wo liegt momentan der Bearbeitungsschwerpunkt. Der kann sich auch verschieben. Denken Sie an die RAF-Zeiten. Da war natürlich der Bearbeitungsschwerpunkt ganz klar aufgrund das, was wir hier erlebt haben. RAF. RAF, Rote Armee-Fraktion. Vielleicht kann sich einer von, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aus eigenem Erleben an die Zeiten, aber das war, glaube ich, jedem in Gesellschaft klar, wo in dem Punkt in den Jahren die größte Bedrohung ausgeht. Das verschiebt sich auch. Und deswegen gehört es gerade von den Leuten, die sagen, mir ist wichtig, dass auch alle Extremismusformen beachtet werden, dazu zu schauen, wo ist die Gefahr momentan am größten. Und ich kann auch nicht mit einer Schablone drüber gehen und sagen, es gibt sozusagen ein Muster zur Bekämpfung von Extremismus, das lege ich einfach über alle Phänomenbereiche und dann ist Extremismus bekämpft. Also so funktioniert das nicht, weil eine rechtsextreme Szene funktioniert anders wie eine linksextreme Szene und wieder anders wie der salafistische Dschihadismus. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich an einem Abend auch mal ein solches Thema vornimmt. Du hattest dir jetzt einerseits berichtet, du warst im NSU-Untersuchungsausschuss hier in Baden-Württemberg und hast jetzt selber auch noch mal zu Baden-Württemberg ja gesprochen, quasi, dass Republikaner hier schon länger quasi große Burgen hatten, AfD jetzt. Und meine konkrete Frage, was sagst du jetzt hier zu dieser Region Baden-Württemberg? Einerseits Lehren aus dem NSU-Untersuchungsausschuss hier konkret in Baden-Württemberg,
Heißt es irgendwas, dass es hier auch dieser Mord gab? Sagt es was über die Region, Phänomen aus? Ich denke auch jetzt noch letzte Woche kam ja in den Nachrichten über Razzien, die hier gemacht wurden, unter anderem Landkreis Sigmaringen, wo viel Gewehre, Munition, Waffen gefunden wurden. Und sonst, wenn ich denke, du hattest schon auf Musik hingewiesen, Voice of Anger etc. Also wie ist das Phänomen hier in Süddeutschland generell und in unserer Region? Also Baden-Württemberg ist das Bundesland, da gibt es verschiedene Studien zu, mit dem höchsten Anteil von Menschen, Wählerinnen und Wählern mit einem verfestigten rechtsextremistischen Weltbild. Das Bundesland? Das Bundesland, also höher wie Sachsen. Wow. Das ist, vielleicht wissen das die Leute auch selber mal gar nicht mehr, gar nicht selber, dass sie das sind. Aber wenn man sozusagen wissenschaftliche Indikatoren anlegt, was ist kennzeichnend für Rechtsextremismus oder für eine rechtsextremistische Ideologie, dann ist Baden-Württemberg das höchste Land. Und was uns Gott sei Dank immer gelungen ist, dass viele dieser Wählerinnen und Wähler trotzdem demokratische Parteien wählen, auch wenn sie vielleicht unbewusst solche Einstellungen haben. Aber nichtsdestotrotz zeigen auch die AfD-Wahlerfolge 2016 15% immerhin in Baden-Württemberg. Das ist in westlichen Ergebnissen, wenn Sie nach NRW gehen, 8% bei der Landtagswahl 2017. Das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Und da können Sie wirklich die Karte drüberlegen, angefangen von der NSDAP. NSDAP war in Pforzheim schon gut, über die NPD, über REP, über AfD. Es sind immer die gleichen Hochburgen. Man fragt sich natürlich, warum ist das so? Weil die Menschen, die damals gelebt haben, die leben ja heute zum großen Teil schon nicht mehr, aber irgendwie wird da was vererbt. Und was den NSU angeht, würde ich es jetzt nicht so sehr an Baden-Württemberg an sich festmachen, sondern wenn wir die Tatorte anschauen, dann ist eigentlich bei jedem Tatort gibt es eine aktive Neonazi-Szene. Also Beate Zschäpe und die beiden sind schon in den 90ern zu sogenannten Kellerpartys in den Ludwigsburger Raum gefahren und haben dort wohl die Waffen der Spätzles so bewundert, also die schon über ein großartiges Waffenarsenal verfügt haben, und Mundus und Bühnhardt waren Waffennarren. Und Beate Zschäpe bis 2001, also als sie schon längst abgetaucht waren, gibt es Fotos vom Ludwigsburger Schloss von Beate Zschäpe, wo man nicht weiß, wer das gemacht hat, aber wo sie offensichtlich Leute besucht. Und das erklärt vielleicht auch die Tatortauswahl, dass es da Beziehungen, Kontakte hingab. Theresienwiese in Heilbronn ist aufgrund 1980 natürlich der Name schon sehr symbolisch aufgeladen. Also da gibt es Verbindungen in die lokalen Szenen hinein. Ich hatte jetzt kurz diese Musikszene hier auch im Allgäu angesprochen, du hattest selber schon auf Musik hingewiesen, die Bedeutung. Was sind denn so Elemente wie Musik? Mich würde auch ein Ausschnitt von einem Text interessieren, hattest du ja gesagt, du hast was dabei. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin da... Denke mir immer, mich würde das Phänomen interessieren, aber ich kann mir das nicht, will das nicht an mir anhören. Insofern fand ich das jetzt interessant, dass du angekündigt hast, du hast auch einen Ausschnitt dabei. Würde ich gerne kurz einfach mal hören. Und das andere nochmal, was für Lebensstile, was gibt es denn da noch so? Ich denke jetzt an Kampfsport zum Beispiel. Was macht denn das vielleicht noch aus? Was für eine Bedeutung, bis hin zu dem Punkt, den du kurz angesprochen hast, das können wir ja noch weiter drüber reden, was für eine Konsequenz sollte das dann haben? Stichwort Verbote. Ja, also Musik hat eigentlich zwei Faktoren für die rechtsextreme Szene. Das eine ist die Finanzierung. Also auf solchen Konzerten wird natürlich auch Umsatz gemacht durch CD-Verkauf, durch Merchandising, also T-Shirts, und da kann sie alles Mögliche kaufen, und natürlich Radikalisierung. Ich meine, wenn Sie Lieder immer und immer wieder hören, die mitgrölen können, dann macht es natürlich was mit einem im Kopf, und dann verändert das normative Bewusstsein auch, was ist legitim und was ist nicht legitim. Wir hatten vorhin Taten statt Worte gesagt. Ich glaube, Sie haben es auch gesagt, Herr Hagusan. Das ist ein Blood-and-Honor-Lied.
Also Blood and Honor ist eine verbotene Vereinigung seit 2000, wo die ihre Kontakte draus hatten, wo die unter anderem besingen, also was bringt es, auf die x-te Rudolf-Fest-Demonstration zu gehen oder das x-te Wahlplakat aufzuhängen. Mehr als Worte zählen die Taten. Also irgendjemand muss es geben, der es auch macht, wenn die Bedrohung da ist. Und ich habe Ihnen mal einen Liedtext mitgebracht, auch von einer Blood and Honor Band mit dem schönen, in Anführungszeichen, Namen Tonstörung. Das Lied heißt Blut muss fließen. Das ist eine Anleihe auf das Hacker-Gedicht. Vielleicht kennt von Ihnen das Hacker-Lied, also ein Revolutionslied 1848. Das haben die etwas umgedichtet. Ich habe es jetzt nicht als Audioformat mitgebracht. Sie können sich es aber vorstellen, Hardcore-Rechtsrock. Sie verstehen relativ wenig, weil es so gebrüllt wird. Und 180 Beats per Minute, also richtig mit Beat. Da heißt es in dem Lied, wetzt die langen Messer auf dem Bürgersteig, lass die Messer flutschen in den Judenleib, Blut muss fließen, Knüppel hageln dick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik, also Bundesrepublik Deutschland. Blut muss fließen, Knüppel hageln dick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik, das ist der Refrain. Dann die zweite Strophe, in der Synagoge hängt ein schwarzes Schwein, in die Parlamente schmeißt die Handgranaten rein. Dann kommt wieder Blut muss fließen, Knüppel hageln dick, denn wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Dritte Strophe, zerrt die Konkubine aus dem Fürstenbett, schmiert die Guillotine mit dem Judenfett, Blut muss fließen, Knüppel hageln dick. Also das ist nur so mal eine Kostprobe dessen, was die jedes Wochenende auf verschiedensten Konzerten, Demonstrationen im Bus gehört haben mit reichlich Alkohol. Aber auch da hat sich natürlich was verändert. Die Szene passt ja auch ihren Musikgeschmack an. Also früher waren auch Böse Onkels, das war ja so ein bisschen so ein Zwischending, wo man nie so wusste, ist das jetzt schon Rechtsrock oder nicht. Heute sind es Rapper, das können Sie auf Spotify hören, die Lieder. Das, also ganz normale Jugendliche, da müssen Sie auf kein Neonazi-Konzert gehen, kommen Sie daran. Spotify hat jetzt mittlerweile reagiert, aber Chris Ares beispielsweise ist so ein Deutsch-Rap-Mensch, auch aus dem Bereich identitäre Bewegung, diese Nazi-Hipster, die ich meinte. Der Rap zum Beispiel, die Mitglieder der Altparteien wollen humanistisch sein, der große Austausch, das ist auch eine Verschwörungsideologie, die von der AfD immer wieder im Deutschen Bundestag vorgetragen wird. Der große Austausch, den sie einleiten, klebt Blut an ihrem Seil. Ich spüre Verachtung, weil sie gegen alles sind, was der Natur entspricht. Länder, Völker, zwei Geschlechter, ich bin Pluralist, Hautfarben und Grenzen. Ich will Vielfalt auf der Welt, sie wollen die Gleichheit und alles dreht sich wieder nur um Geld. Ja, ich bin ein deutscher Mann, für mich bedeutet Ehre viel. Sag, wie soll unsere Jugend einmal Rückgrat entwickeln, wenn die Idole, die sie lieben, keinen Rücken vermitteln. Während die Infrastruktur dieses Landes zerfällt, der Staat seine Bürger nicht mehr schützen kann, fließen Abermilliarden in die Aufnahme illegaler Einwanderer und in die Sozialsysteme. Also das dann gerappt. Und da sieht man auch, da werden Anleihen, Botschaften gesetzt, die übrigens auch der Attentäter von Halle, von Hanau, in seinen Videos bringt, die Verschwörungstheorie des großen Austausches. Das kommt bei der IB vor und das kommt sogar in AfD-Bundestagsreden vor. Also da verschwimmt was, weil man versucht, so Kubitschek auch, es bringt nichts, eine blutige Revolution zu machen, sondern wir müssen die Köpfe verändern. Wir müssen das, was die Menschen denken, mehrheitsfähig machen. Und deshalb wollen die auch, dass wir das Wording übernehmen. Das ist deren Ziel, auch durch Musik. Wir haben jetzt in unserem Titel oder Untertitel auch, wenn aus Worten Taten werden. Welches Gewaltpotenzial steckt jetzt da dahinter? Also nicht jeder Rechtsextremist schreitet sofort zur Gewalt. Da muss man noch mal unterscheiden. Es gibt Leute, auch Salafisten übrigens, die dieses Weltbild haben, die das auch erreichen wollen, die aber sozusagen vor dem letzten Schritt zurückschrecken. Wenn man jetzt die letzten Zahlen aus dem Verfassungsschutzbericht anschaut, dann haben wir in Deutschland ungefähr 26.000 Rechtsextremisten und von denen sind 14.000 gewaltbereit. Wir hatten bisher fast keine rechtsextremen Gefährder. Warum? Weil man einfach nicht eingestuft hat, sondern weil man immer noch so dieses Bild hatte, sozusagen sind der saufende Neonazi, aber so wirklich ernst meinen die es nicht. Und erst nach den letzten Anschlägen macht man das jetzt auch beim BKA. Gefährder ist wieder ein polizeirechtlicher Begriff. Aber dass konsequent auch eingestuft wird, von welchen Personen trauen wir jederzeit einen Anschlag zu.
Der hat jetzt allein im letzten Jahr um 80% zugenommen im rechtsextremistischen Bereich, die Anzahl von Gefährdern. Ist immer noch deutlich niedrig und meiner Meinung nach zu gering, aber sie stufen jetzt ganz konsequent nach bestimmten Kriterien auch ein. Thema Verbote, gerade von Liedern und dann ja die große Kritik, Meinungsfreiheit wird dadurch beschränkt etc. Also das ist wirklich schwierig, auch für mich als Liberalen. Das, den zweiten Rap-Text, den ich Ihnen vorgelesen habe, da wird es natürlich schon schwierig, weil es viel mit so bestimmten Botschaften sind. Jetzt das Lied von Tonstörung, da hätte man wahrscheinlich jetzt kein Problem, das auf den Index zu setzen. Das wurde ja auch entsprechend gemacht. Die kommen trotzdem an die Lieder dran. Das ist in dem Bereich nicht immer die Lösung, meiner Meinung nach. Spotify hat ja selber jetzt reagiert, Gott sei Dank, und entschieden, wir wollen das nicht über unsere Kanäle vertreiben. Was aber schon wichtig ist, ist, wenn es beispielsweise um Blood and Honor geht und Combat 18, also was ist Blood and Honor, ist eine international angelegte Bewegung, die den Rassenkampf zum Ziel hat. Und Combat 18 ist der bewaffnete Arm dieser Gruppierung. Combat 18 heißt übersetzt Kampf Adolf Hitler, weil 1 ist der erste Buchstabe im Alphabet und 8 H ist der 8. Buchstabe, also Kampftruppe Adolf Hitler, die sozusagen das dann auch umsetzen sollen. Und dann versteht man nicht, warum seit 2000 in Deutschland Blood and Honor verboten ist, deren bewaffneter Arm aber nicht und erst letztes Jahr verboten worden ist nach diesen Anschlägen. Davor hat die Bundesregierung immer gesagt, es gäbe keine Struktur, die man verbieten könne, was auch nachweislich nicht stimmt. Also der Anführer von Combat 18 in Deutschland, der sitzt in Kassel, eben jener Stadt, wo Halit Yozgat ermordet worden ist, Stanley Röske. Und man kann mindestens 50 Personen dieser Gruppierung zuordnen, die sich auch Regeln gegeben haben, eine Struktur gegeben haben. Auch das Thema Analysefähigkeit, wo man eigentlich bis vor kurzem nicht erklären konnte, warum man das nicht einfach macht. Das zerschlägt natürlich Strukturen. Das macht es diesen Leuten schwieriger, sich zu organisieren, die PS in Anführungszeichen auf die Straße zu bringen. Deswegen sind Verbote dort, wo sie sinnvoll gemacht werden, auch ein legitimes Mittel eines Rechtsstaates, um Strukturen zu zerschlagen. Vielleicht als letzte Frage jetzt noch von meiner Seite, um dann Ihnen auch das Wort zu geben. Du hattest von dem großen Staatsversagen gesprochen. Wer ein NSU, also es ist ja schon einiges passiert, es gab die Ausschüsse, du hattest klare Forderungen, Neustrukturierung, Entschlackung und so weiter. Aber jetzt dennoch sind ja auch bestimmte Dinge schon passiert. Es gab die Ausschüsse etc. Wäre deiner Meinung nach ein NSU heute weiterhin möglich? Mit all den Morden natürlich, nicht die Vereinigung, auch die Mordreihe, die dann interpretiert wird, quasi personalisiert wird hin auf die einzelnen Täter, nicht als... Ich will das nicht ausschließen, sagen Sie mal so. Also ich glaube, das ist weiterhin möglich. Natürlich gibt es den NSU in der Form nicht, wobei das ganze Kontaktumfeld ist ja noch da. Also André Emminger, den ich vorhin erwähnt habe, der ist kein geläuterter Mensch, sondern der ist überzeugter Neonazi, der ja mit 2,5 Jahren, glaube ich, rausgegangen ist aus diesem Verfahren, obwohl er sehr eng dran war am NSU. Das hat viele Opfer und Hinterbliebene massiv gekränkt, aber das ist eben die Frage, was kann ich juristisch beweisen, was ist die juristische Schuld eines Menschen? Aber davon loszulösen ist die Frage, welche Strukturen sind noch aktiv? Und ich habe es ja vorhin genannt, es gab ja rechtsterroristische Gruppierungen, auch nach dem NSU. Ein Problem vielleicht, um das Ihnen noch mal deutlich zu machen, was ich mit Staatsversagen auch meine, dass eine Gesellschaft sich nicht vorstellen kann, Ich eingeschlossen habe mir das vor 2011 auch nicht vorstellen können, dass es sowas wie den NSU gibt und dass der 10 Menschen umbringt und keiner bekommt es mit. Aber es gibt ja einen Behördenstaatsschützer bei der Polizei und Nachrichtendienstler in der Abteilung Rechtsextremismus, die sich ja tagtäglich mit diesem Phänomen beschäftigen und dass die da nicht draufkommen. Das ist ja eher die Frage, warum kann das passieren? Der NSU hat seine Praktik, also konspirative Zelle, hochmobil, das hat er nicht erfunden, sondern der hat sich eines Handbuchs bedient, das man gefunden hat. Das sogenannte White Resistance Manual, also Handbuch des weißen Widerstandes, übersetzt von 1992. Das hat Louis Beam geschrieben. Das war ein Anführer eines Ablegers des Ku Klux Klans
in den USA. Es zeigt auch nochmal, wie vernetzt diese Szene ist. Und der hat geraten, der hat das Konzept sogenannten führerlosen Widerstands entwickelt, Leaderless Resistance. Und da schreibt Beam: Wir müssen eine Organisationsstruktur von kleinen Zellen bilden. Jede dieser Zellen wird nur wenige Mitglieder haben und in der Lage sein, unabhängig von den anderen zu operieren. Bestehend aus langjährigen, vertrauenswürdigen Bekannten sollte eine Zelle handlungsfähig sein. Eine Handvoll engagierter Soldaten, nicht mehr als 4 oder 5, können eine undurchdringliche, kohärente und wirksame Waffe gegen die Tyrannei gegen uns sein. Also wo er sagt, ihr müsst euch extrem vertrauen. Das war bei den dreien gegeben. Das ist auch so eine Anekdote, wo sie denken im normalen Leben, was läuft denn da ab? Uwe Mundlos und Beate Zschäpe waren ein Paar in den 90ern, Anfang der 90er. Dann wird Mundlos zum Wehrdienst eingezogen und zurück bleibt Bönhardt und Zschäpe. Und während der Woche vergnügt sich Beate Zschäpe mit Uwe Bönhardt. Und am Wochenende kommt Uwe Mundlos wieder zurück. Irgendwann erfährt es Uwe Mundlos, was bei allen anderen der Bruch wäre, der ultimative Vertrauensbruch, ist ein Umstand, der die noch enger zusammenschweißt. Also es führt nicht dazu, dass die miteinander brechen, sondern dass die im Gegenteil weiter zu dritt unterwegs sind und sich noch mehr vertrauen. Und das brauchen sie natürlich, wenn sie im Untergrund leben. Das ist nicht einfach, auch psychisch das auszuhalten. Und da müssen sie sich absolut gegenseitig vertrauen können. Warum sage ich das? Warum lese ich das Ihnen heute vor? Weil man, wenn man das einfach mal zur Kenntnis genommen hätte im Staatsschutz, dass es sowas gibt, man bei operativen Fallanalysen 2009 zu einem anderen Ergebnis hätte kommen können, beim Kiesewetterwort. Das möchte ich gerne noch, ich weiß, das ist ein bisschen lang, aber den Punkt möchte ich gerne noch anbringen. Eine operative Fallanalyse macht eine Polizei aufgrund der Faktenspuren am Tatort und stellt verschiedene Tathypothesen auf, was könnten das für Täter sein, welcher Modus operandi liegt da dahinter, und dann werden diese verschiedenen Hypothesen gewichtet und gesagt, das ist wahrscheinlicher und das ist unwahrscheinlicher. Und bei Michel Kiesewetter hat man das zweimal gemacht. Einmal 2007 direkt nach dem Mord mit relativ wenig Spuren. Dann kam diese Wattestäbchenspur, Sie erinnern sich, die weibliche Phantom, das irgendwie mordend durch ganz Europa gezogen ist. Und also das Phantom hat alles gemacht, vom Einbruchstiebspalt bis zum Mord, bis man dann festgestellt hat, dass es die Abpackfrau war, die dieses Stäbchen verunreinigt hat, 2 Jahre später. Und dann hat man nochmal eine operative Fallanalyse gemacht mit mehr Fakten und Beweisen. Und eine dieser Thesen möchte ich Ihnen mal vorlesen, die die Ermittler damals selber gemacht haben. Bei den Tätern muss es sich oder kann es sich um einen kleinen, eingeschworenen Kreis von eingeweihten Personen handeln, die massive Verärgerungs- und Kränkungserlebnisse in Verbindung mit einem polizeilichen Einsatzgeschehen erlebt haben dürfen. Auch das war bei den dreien der Fall in den 90ern in Jena. Zwischen den beiden handelnden Tätern müsse ein sehr enges Vertrauensverhältnis im Sinne einer verschworenen Gemeinschaft bestanden haben, wodurch möglicherweise bereits zu einem früheren Zeitpunkt, Klammer auf, das war der letzte Mord, Klammer zu, gemeinsame Straftaten begangen wurden. Und dann wurde die These ausgeschlossen, weil man gesagt hat, uns liegt ja kein Bekennerschreiben vor, also kann es keine politisch motivierte Tat sein. Aber Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus funktioniert eben gerade ohne Bekennung. Im Gegensatz zu der RAF, die ja immer sich, also Linksextremismus ist auch der Unterschied, Linksterrorismus funktioniert immer mit Bekennung nach außen. Drum hat die RAF diese Bekennerschreiben an jedem ihrem Tatort entweder hinterlegt oder dann per Fax an die Polizeibehörden geschickt. Beim NSU war das immer nach innen. Solche Hinweise in Szenemagazinen wie vielen Dank an den NSU, es hat geholfen, oder auch das Pink Panther Video, das war nie dazu gedacht, das an eine TV-Anstalt zu geben, sondern es war eigentlich gedacht, es irgendwann in der Szene mal zu verbreiten. Drum kommt in diesem Video auch nicht vor, übrigens gibt ein NSU, das ist Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, wir haben die und die Menschen umgebracht, sondern da wird gesprochen, der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden, die sich das zum Ziel gesetzt haben, dem die so lange weitermachen wird, bis die Politik endlich handelt. Und das hätte man erkennen können, wenn man in den Sicherheitsbehörden besser aufgestellt gewesen wäre, was die Analysefähigkeit angeht. Mhm. Ja, mein Ethnologieprofessor wäre glücklich. Ich habe vor vielen Jahren das mal studiert und ich erinnere mich, wie er, als gerade diese islamistische Anschläge kamen, er immer gesagt hat,
warum hören die uns nicht einfach mal zu? Es ist ganz klar, schon allein wie die sich grüßen und verabschieden, die Begrifflichkeiten, die die benutzen, ist klar, dass das ein anderes Verhältnis ist, wenn man, also wenn man Abhörungen macht zwischen Islamisten. Und da hat immer, weiß ich noch, mein Professor gesagt, warum holen die nicht mal die Expertise von uns? Wir könnten denen echt helfen. Ja, also, insofern freue ich mich jetzt quasi 20 Jahre später, das zu hören, dass hier jetzt auch so eine Forderung und auch schon die Praxis natürlich längst der Fall ist. So, aber damit möchte ich jetzt tatsächlich das Wort an Sie weitergeben. Wir machen das jetzt so, Sie bedeutet Sie hier im Raum, aber natürlich auch alle diejenigen, die online dabei sind. Wir haben zwei Kolleginnen, die hinten sitzen und das Sprachrohr der Online-Teilnehmenden sind. Und quasi alle, die jetzt online eine Frage stellen möchten, können das gerne über die Chat-Funktion. Wir beginnen aber hier im Raum. Wer jetzt eine Frage stellen möchte, meine Kollegin Frau Frank kommt zu Ihnen mit einem Stabmikro. Sie dürfen quasi sitzen bleiben. Ja, vielen Dank, Herr Strasser, für den Rundumschlag zu dem Thema. Ich bin immer fassungslos, wenn ich jetzt höre, dass auch der Verfassungsschutzpräsident in Thüringen so eine komische Figur war und der Bundespräsident vom Bundesverfassungsschutz, Maaßen, war auch so eine komische Figur. Wie kommen die Leute überhaupt an diese Posten? Da muss doch irgendeine Selektion vorher sein. Also, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Herrn Maaßen, aber ich würde Herrn Maaßen jetzt nicht mit Herrn Röber gleichsetzen, was seine politischen Ansichten angeht. Die Ära Röber ist, hängt unmittelbar zusammen mit dem Umbruch in Ostdeutschland Anfang der 1990er Jahre. Man hat da eine Chance verpasst, Sicherheitsbehörden so aufzustellen, dass sie handlungsfähig sind, obwohl man wusste, dass es besondere Voraussetzungen gab. Sie müssen sich vorstellen, gerade in den Nachrichtendiensten konnten sie ja nicht einfach ostdeutsche Bürger aus der Stasi, die da jahrzehntelang gearbeitet haben, die zwar Erfahrung hatten mit nachrichtendienstlicher Arbeit, aber aus guten Gründen man nicht wollte, dass diese Leute, die jahrzehntelang die eigenen Leute tyrannisiert haben, dann in anderer Funktion im Verfassungsschutz wieder die Tätigkeit finden. Also musste man vor allem in Führungspositionen natürlich auf Westimporte erstmal setzen, um so eine Behörde aufzubauen, um die Mitarbeitenden aus Ostdeutschland, die dann unbelastet waren und sozusagen eingelernt worden sind, ans Thema ranzuführen. Aber die Führungskräfte mussten natürlich was damit zu tun haben. Und Sie können sich vorstellen, dass da nicht immer die Besten aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gegangen sind, sondern dass da Leute ihre Chance gewittert haben, die in Positionen kamen, die sie in Westdeutschland aufgrund ihrer fehlenden Qualifikation nie erreicht haben, hätten. Und so ein Beispiel ist der Fall Röver, der bis heute nicht sagen kann, wie er eigentlich Verfassungsschutzpräsident geworden ist. Der wurde abgeordnet vom Bundesinnenministerium, der hatte da auch mit Themen vom Verfassungsschutz zu tun, aus Bonn nach Thüringen, weil der erste, den sie hatten, der war gar kein richtiger Präsident in Thüringen, sondern der kam aus dem Verteidigungsministerium, hat da Sicherheitsüberprüfungen gemacht, hatte aber von Nachrichtendienst keine Ahnung und das musste an die Wand fahren, ist auch passiert. 1993 hat man dann in Thüringen gesagt, also es geht so nicht mehr, der Vorgänger muss weg und jetzt suchen wir jemanden, der da irgendwie Ahnung hat. Dann wurde der als Abgeordneter, aber die waren selber nicht so ganz zufrieden, aber hatten irgendwie niemand anders. Und dann hat er auf seiner Ausstandsfeier in Erfurt sich wohl so die Hucke zugesoffen, also Röver, dass er am nächsten Tag, so hat er das vom Untersuchungsausschuss in Thüringen berichtet, dass er dann praktisch in seiner Jackentasche die Ernennungsurkunde gefunden hat am nächsten Morgen. Und dann war er Verfassungsschutzpräsident, behauptet Herr Röver selber. Und dass so jemand, der dann mit einem Dienstfahrrad über den Flur fährt oder sich als Ludendorff verkleidet oder in der Kaffeeküche über Quellen redet oder
verschiedene Damen der Behörde in seinem Büro bei französischem Wein Katzenschein empfängt und dann Referatsleiter mal berichten lässt vor diesen Damen, was die denn gerade so tun und machen, dass so etwas natürlich auch außerhalb einer Behörde innerhalb des Verfassungsschutzbunds berichtet wird und gerade Länder wie Bayern und Baden-Württemberg sagen, also wenn der so ein Amt führt, dann sind wir da mal vorsichtig mit Informationen, wenn die da was anfragen, muss man sich nicht wundern. Bei Herrn Maaßen, ich kann ihn nicht verstehen, warum er so abgedriftet ist. Also Herr Maaßen muss man auch dazu sagen, die AfD behauptet ja immer, er sei politisch entfernt worden. Man muss aber dazu sagen, also das Prüfverfahren gegen die AfD hat ja nicht Herr Hallenwang eingeleitet, sondern Herr Maaßen. Also von dem her kann man da jetzt nicht von politischer Entfernung reden, sondern er ist eine schillernde Persönlichkeit. Er hat das Parlament mehrfach belogen. Und irgendwann wird so jemand halt nicht mehr tragbar. Aber warum er so geworden ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube nicht, dass er immer so war, wie er jetzt ist. Das ist mein Eindruck. Wir nehmen noch mal eine Meldung hier aus dem Raum. Und dann können wir da mal online. Gibt es keine online, dann machen wir hier weiter. Ja, Herr Strasser, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Vieles kennen wir ja aus der Presse, nur Sie haben es noch ja, intensiver uns dargeboten. Wenn es um Gewalt geht und um Waffengewalt, da haben wir ja direkt nichts mit zu tun. Aber es fängt ja schon an für uns einfache Bürger, wenn wir einen Gesprächspartner haben, der den Holocaust leugnet, ja, da fängt es doch schon an. Wie sehen Sie das als Jurist? Wie kann man da reagieren oder sollte reagieren? Also Sie können zunächst mal eine Strafanzeige stellen, weil es nach § 130 des Strafgesetzbuches strafbar ist, den Holocaust zu leugnen. Und man, also was ich immer wichtig finde, auch kritisch zu hinterfragen. Schon die Leute ernst nehmen, ja, und mal zu fragen, wie kommst du denn dazu? Woher hast du diese Information? Wie kommt man zu der Einschätzung? Und was ich wichtig finde, da sind wir schon sehr gut in Deutschland, die Erinnerungskultur, Gedenkstättenkultur, die gibt es. Aber wenn man mit Jüdinnen und Juden redet, dann sagen die, wir wollen auch nicht nur auf die Shoah reduziert werden, sondern wir wollen den Menschen zeigen, dass jüdisches Leben in Deutschland, dass es das gibt. Und dass das nichts ist, dass es irgendwie im Geschichtsbuch existiert, sondern dass wir Jüdinnen und Juden zunächst erstmal Deutsche sind. Deutsche jüdischen Glaubens. Und nicht Juden, die irgendwie sozusagen für sich leben und daneben die Deutschen, sondern wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, das kann man jetzt im Persönlichen nicht organisieren, aber das kann der Staat organisieren, Begegnungsräume schaffen mit diesen Menschen in Deutschland, aber auch beispielsweise deutsch-israelischer Jugendaustausch. Ich war selber mehrfach in Israel. Auch da gibt es Menschen, die hatten noch nie im Leben Kontakt zu einem Deutschen. Die haben auch ein ganz anderes Bild von Deutschland, wie wir wirklich sind. Das, glaube ich, das ist noch ein Aspekt, den wir politisch unterstützen können. Aber das, was Sie sagen, ist auch einfach widersprechen, dagegenhalten, klar machen, was man da sagt. Wir hatten auch im Parlament Situationen, wo die AfD versucht hat, Sitzungen zu sprengen, Untersuchungsausschusssitzungen, weil sie plötzlich angefangen hat, von Negern zu reden, so mit dem Motto, das darf man doch sagen. Ja? Und wenn man den Leuten dann einfach erklärt, natürlich hat man das vor 30, 40 Jahren ganz normal in Deutschland gesagt, aber es gibt Menschen, die sie damit meinen, die fühlen sich beleidigt und diskriminiert, wenn sie das sagen. Und allein der Respekt vor dem Gegenüber gebietet es, das Wort nicht zu verwenden, weil die Leute, die es angeht, sich diskriminiert fühlen. Das ist auch was, was man nicht verbieten kann, aber mit Leuten in den Dialog zu gehen und auch mal zu hinterfragen, warum sagst du das eigentlich? Was ist dein Menschenbild dahinter? Wenn du genauso gut weißt wie ich, dass die Leute, die du damit so bezeichnest, so eigentlich nicht genannt werden möchten. Und ich warne davor, das ist vielleicht ein letzter Aspekt, die Diskussion aber auch wiederum zu überdrehen. Wir haben jetzt diese ganzen Umbenennungsdiskussionen auch in Berlin. Natürlich lebt eine Demokratie davon, eine freiheitliche Gesellschaft, dass man auch Dinge sagen darf, die der andere vielleicht nicht gut findet oder so nicht korrekt findet. Also auch da mein Rat, das Meinungsspektrum nicht zu sehr zu verengen,
aber ganz bewusst auch rote Linien zu ziehen, wo man sagt, da geht es wirklich ganz glasklar auch um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um die Abwertung des Gegenübers und nicht um sozusagen eine provokant formulierte These oder Meinung, ob man jetzt noch Mohrenstraße sagen darf oder nicht. Also das sind so die Debatten, wo ich sage, wir müssen auch aufpassen, dass wir den Meinungskorridor nicht zu sehr verengen. Ja, ich möchte erstmal ein ganz dickes Kompliment loswerden. Wir kriegen ja ständig jeden Tag Talkshows und alles Mögliche mit. Aber ich erlebe wirklich selten, dass jemand aus der Politik so klar und so engagiert bei dem Thema Position bezieht und es gar nicht parteipolitisch macht, sondern ganz klar sagt, hey, hier hat sogar an manchen Stellen auch der Staat versagt und hier müssen wir aktiv werden und hier hänge ich mich rein und engagiere mich. Das kommt ganz selten vor und dafür ein ganz herzliches Dankeschön, Kompliment zunächst. Zum anderen ist es so, und es knüpft an die Frage von der Dame an, natürlich ist NSU, sind Rechtsrockkonzerte und vieles, was sich im extremen rechtsextremistischen Lager tut, von uns sehr weit weg, wo es natürlich so Handlungs- und Einflussmöglichkeiten, man sich fragt, was kann ich da tun? Und jetzt sind wir aktuell in einer Situation über Corona, wo es natürlich diese Querdenker gibt und diese Geschichten gibt, wo man denkt, huch, da kommt einem was ganz, ganz, ganz arg nahe. Mhm. Etwas, was man bislang gedacht hat, ist relativ weit von uns weg. Und mit dem sind wir tagtäglich konfrontiert, auch in Schulen, in familiären Zusammenhängen und so weiter. Und da ist für mich so einfach die Frage, was können Sie da uns mitgeben? Was sehen Sie auch als politische Herausforderungen, Notwendigkeiten, wie es gelingt, hier ganz klar Position beziehen zu können und solche Entwicklungen einzubremsen? Also das, was wir bei diesen Corona-Demos oder Hygienedemos, wie sie heißen, erleben, ist, dass sich unterschiedliche Szenen vermischen. Auch Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben, durchaus besorgte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Polizisten, Lehrer, die einfach Angst haben, zum einen um ihr Unternehmen und um ihren Job, die natürlich auch kritische Fragen stellen, die man bei Corona stellen darf. Wir haben eine Lage, wo ehrlich gesagt auch keiner so wirklich alles weiß über dieses Virus oder was ist der richtige Weg und wir uns ja auch gerade etwas ausprobieren müssen als Gesellschaft. Wie leben wir mit diesem Virus? Wie kommen wir damit zurecht, auf der einen Seite ein gesellschaftliches Leben aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite das Thema Gesundheitsschutz jetzt nicht zu negieren? Das ist ja die große Kunst, die wir jetzt gerade versuchen als Gesellschaft. Und daran knüpfen aber auch Extremisten an. Also es muss jeden demokratischen Staatsbürger alarmieren, wenn bei einer Demo, wo ich vielleicht so recht hingehe und sage, ich will meinen Protest gegen die Regierungspolitik bei Corona ausüben, dann ein Typ mit der Reichskriegsflagge neben mir steht. Ja, auch das ist ein Moment, wo ich als demokratischer, mündiger Staatsbürger sagen muss, so nicht, ich will nicht mit so einem Menschen demonstrieren und entweder du verlässt die Demonstration oder ich tue es jetzt. Also ich erwarte von jedem, der auch der mündig ist, der seine Meinung äußern muss, dass er aber auch so souverän ist, sozusagen bis hierher und nicht weiter. Das ist ein Punkt. Also wir müssen auch an die Mündigkeit von Menschen appellieren. Und das Zweite, was man machen kann, ich habe das auch mitgekriegt, dass da in Ravensburg vor der Oberschwabenhalle auch Leute mitlaufen, die ich aus anderem Kontext kenne, wo ich nie im Leben sagen würde, das ist ein Covidiot oder ein Neonazi oder sonst was. Ich habe die zu einem Diskussionsformat eingeladen. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt heute Abend 2 Stunden Zeit. Wir haben das große Glück, bei uns in der Fraktion ist ein Infektiologe, der macht das professionell an der Uni. Der konnte die ganzen medizinischen Fragen beantworten, von denen ich nur sehr wenig Ahnung habe als Jurist. Und das hat schon geholfen, dass viele danach gesagt haben, die da teilgenommen haben, jetzt verstehe ich erstmal, was ihr da macht und warum jetzt die Bundestagsabgeordnete wenig zu sagen haben und die Länder und warum man welche Maßnahme jetzt macht und was ihr vor allem alles auch nicht wisst und ins Unsichere wisst und wo ihr euch als Opposition auch von der Regierung unterscheidet. Also den Eindruck, dass da irgendwie es einen großen Plan gibt und irgendwie es gibt keine Opposition mehr und was man da alles so kolportiert. Die Leute auch sozusagen ernst nimmt in ihren Anliegen und versucht, mit Fakten dem zu begegnen. Das ist ein sehr, sehr, sehr mühsames Geschäft. Aber das ist demokratischer Diskurs und demokratische Auseinandersetzung. Also zu verhindern, dass bürgerliche Teile der Mitte abdriften in solche Verschwörungsmilieus,
Das ist die Aufgabe der Gesellschaft. Das kann keine Sicherheitsbehörde machen. Das ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, mit solchen Demonstranten ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die tolle Lösung, wo ich sage, jetzt machen wir alle, jeder nimmt sich 10 Leute und dann haben wir das Problem erledigt. Dass die Aufgabe von Verfassungsschutzbehörden ist, zu gucken, wer kommt aus kritischen Kreisen auf diese Demos, wie wird da versucht, die zu unterwandern und was können sozusagen Maßnahmen der Polizei oder des Verfassungsschutzes sein, um da repressiv gegen einen ganz bestimmten Teil dieser Demonstrierenden vorzugehen, die eben nicht das Ziel haben, sich kritisch gegenüber Corona zu positionieren, sondern das freiheitliche System abzuschaffen, indem sie diesen Protest nutzen. Das ist der Unterschied. Ich hätte mich interessiert, wie könnten Sie sich das vorstellen, dass man diese 40 Sicherheitsdienste, ich weiß auch nicht, wie die verteilt sind, sind die bundesweit, sind die länderweit, sind die beides, wie könnte man das zu einer schlagkräftigeren Sicherheitsorganisation ummodeln? Also ich kann sie gern kurz nennen, die 40 Sicherheitsbehörden. Das sind 16 Landeskriminalämter, ein Bundeskriminalamt, 16 Landesämter für Verfassungsschutz, ein Bundesamt für Verfassungsschutz, ein militärischer Abschirmdienst, ein Bundesnachrichtendienst, ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ein Zollkriminalamt. Eins vergesse ich immer, aber wenn Sie das alles zusammenzählen, sind es 40 Sicherheitsbehörden. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass wenn die Kameras aus sind und man auch mit Ministern redet, keiner bestreitet, dass es da Reformbedarf gibt. Nur keiner traut sich da ran und langt dieses heiße Eisen an. Das erleben Sie auch in anderen Bereichen, Bildungspolitik, weil jedes Land immer die Angst hat, wenn irgendwas abgegeben wird oder neu geordnet wird, dass dann sofort der Föderalismus als Ganzes in Frage gestellt wird. Aber meine These ist, wenn der Föderalismus sich nicht selber reformiert, dann wird er irgendwann reformiert und in die Richtung, dass er abgeschafft wird, weil das Verständnis der Bevölkerung irgendwann nicht mehr da ist. Und meine Forderung ist einfach, dass man sich im Rahmen der Föderalismuskommission Bund und Länder mal hinter verschlossenen Türen zusammensetzt, sagt, wie ist die Lage? Wie haben sich terroristische Bedrohungen auch verändert? Sie müssen sich vorstellen, dieses System, das ich gerade gesagt habe, stammt aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hat sich nichts Grundlegendes verändert. Aber was ist seitdem passiert in den 70 Jahren? Wir haben international vernetzten Terrorismus. Wir haben das Internet, das für Terroristen ganz neue Möglichkeiten schafft. Wir haben beispielsweise Cyberangriffe, wo von Russland und anderen Ländern Hacks in Deutschland stattfinden, wo sie gar nicht nachvollziehen können, wer das eigentlich ist, weil sie da IT-Spezialisten brauchen, die teuer sind am Markt. Aber wir leisten uns das, dass die Länder dafür verantwortlich sind, wenn in Bremen ein Hack stattfindet, dass die Bremer nachvollziehen müssen, woher kam das aus dem Ausland. Wir können diese Strukturen nicht 17 Mal vorhalten, weil der Staat gar nicht so wettbewerbsfähig ist, diese Leute in so einem Umfang einzustellen. Und deswegen gebührt es die Fachlichkeit, dass Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch sagen, okay, in dem Punkt bin ich bereit, auch was an den Bund abzugeben, weil es fachlich dort besser gemacht wird wie in meinem Bundesland. Aber wenn ich dazu schon nicht bereit bin, darüber zu reden, ich will ja gar kein zentralistisches System, ich will es nicht so haben wie in Frankreich, wo alles der Bund macht, weil dadurch nicht gewährleistet ist, dass es besser gemacht wird, siehe BAMF. Skandal ist eine Bundesbehörde mit 16 Außenstellen, passiert sowas trotzdem. Aber sich zu überlegen, entweder fusionieren wir nicht Landesämter für Verfassungsschutz, also beispielsweise Bremen, Niedersachsen und Hamburg, das ist eine Region, aber die dann besser aufgestellt sind wie drei einzelne Ämter. Und wenn das nicht möglich ist, weil einfach emotional die Länder an ihrer eigenen Behörde hängen, dass man zumindest Staatsverträge macht und Bremen beispielsweise sagt, okay, wir haben Stand heute massives Problem mit islamistischem Extremismus, mit den anderen Phänomenbereichen nicht so. Das heißt, wir geben über einen Staatsvertrag alle Aufgaben in den anderen Bereichen an Niedersachsen ab, an das Landesamt für Verfassungsschutz Niedersachsen und kümmern uns die nächsten Jahre nur schwerpunktmäßig um das, was momentan in Bremen richtig heiß ist, islamistischer Extremismus, müsste ich nicht mal die Behörde auflösen. Aber auch das ist nicht möglich. Bei Rundfunkanstalten ist es möglich. Also der SWR ist eine gemeinsame Rundfunkanstalt von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der NDR
in Norddeutschland eine gemeinsame Rundfunkanstalt, mehrere Bundesländer. Da geht's. Warum soll es bei Sicherheitsbehörden eigentlich nicht möglich sein? Warum nicht gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum? Genauso das Problem. Klingt nach einer Behörde, ist es nicht. Das ist ein Tisch in Berlin, wo diese 40 Sicherheitsbehörden da sitzen und Informationen austauschen sollen. Wer wann was wie erfährt oder erfahren muss, wer wann wie den Hut auf hat, ist gesetzlich nicht geregelt. Wir hatten Sachverständige vom Untersuchungsausschuss, die jetzt gesagt haben, sie hätten mit Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz geredet, die ihnen sagen, wissen Sie, was haben wir denn für ein Interesse an Gesetz? Jetzt dürfen wir alles und keiner ist verantwortlich. Wenn die in Berlin Gesetz machen, dürfen wir vielleicht weniger und am Schluss ist auch noch jemand verantwortlich. Daran haben wir kein Interesse und das kann eben nicht sein. Ja? Es muss am Schluss auch jemand den Hut aufhaben und auch für Fehler verantwortlich sein. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber es gibt in Behörden auch Menschen, die verdienen mehr Geld, die haben mehr Verantwortung und müssen am Ende des Tages für Verhalten ihrer Behörde auch gerade stehen. Und das erwarten Hinterbliebene und Opfer auch nicht nur beim Rechtsextremismus, auch beispielsweise beim Anschlag in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt. Du hast es ja auch schon eingebracht, also auch parlamentarisch ist das ja eine Diskussion, oder? Von Seiten der FDP, jetzt grätsche ich da mal kurz rein. Wie ist das politisch, in welchem Moment steht das quasi, diese Diskussion? Weil, also die Förderung ist klar, auch gut untermauert jetzt. In welche Richtung geht es denn? Also bei der Föderalismuskommission will es keiner, außer die Grünen und wir. Bei dem Nachrichtendienstbeauftragten will es keiner außer wir. Also es ist mühsam, ja, weil natürlich, es gibt auch einen Kollegen der Union, den ich sehr schätze. Ich weiß gar nicht, ob ich dem seinen Namen jetzt verraten darf. Ich sage es nicht, weil ich keine Freigabe habe. Aber und weil wir es auch online aufzeichnen, halt würde ich jetzt eher dagegen davon Aber es ist ein Kollege, den ich sehr schätze. Es ist wirklich nicht parteipolitisch gemeint. Und der bei dem Thema sehr eng an meiner Seite ist. Es ist wirklich ein sehr aufrichtiger Kollege. Der sagt, Herr Strasser, Otto Schily ist dran gescheitert. Herr Friedrich ist dran gescheitert. Herr Schäuble ist dran gescheitert, Thomas de Maizière ist dran gescheitert und Herr Seehofer wird es nicht machen, weil auch er an dieser Strukturreform scheitern wird. Und deswegen lassen wir doch einfach lieber die Finger davon. Aber ich gebe mich da damit nicht zufrieden. Als politisch Verantwortlicher haben wir eine Verantwortung zu gucken, was bringt was nach einem Anschlag. Und nicht Symbolpolitik zu machen, nach dem Motto, jetzt mach mal noch mehr Überwachungsgesetze, weil das immer gut ankommt und weil die Bevölkerung natürlich so einen Reflex hat, ich habe nichts zu verbergen. Bei mir kann ja jeder reinschauen. Ich habe neulich gesagt, wer nichts zu verbergen hat, hat ein ziemlich trauriges Leben. Weil ich glaube, jeder hat was zu verbergen. Und das ist auch nicht das Bild eines mündigen Staatsbürgers, das ich habe. Und in einer Lage, wo alle Infos da waren, wie bei NSU, wie bei AMRI, wo Sicherheitsbehörden handeln hätten können und es nicht gemacht haben, weil die Infos an den falschen Stellen lagen, weil Informationen nicht weitergegeben wurden, weil man sich nicht zuständig gefühlt hat. Verfassungsschutz redet vom reinen Polizeifall beim Breitscheidplatzanschlag. Das gibt es eigentlich gar nicht, aber das ist Verantwortung wegschieben auf andere. Und am Ende steht man als Parlamentarier da und sieht verschiedene Behördenvertreter, die alle mit dem Finger auf den anderen zeigen und soll dann einen Schluss ziehen und sagen, Wer ist jetzt politisch verantwortlich und was machen wir in Zukunft? Das kann man keinem mehr erklären und deswegen brauchen wir das ganz dringend. Und Politik ist das Born Ricobretto und vielleicht darf ich in 15 Jahren wieder hier sitzen und sagen, jetzt haben wir es endlich geschafft. Schauen wir mal. Sie haben vom staatlichen Versagen gesprochen. Mich würde interessieren, Stand heute, wie tief ist dieses Versagen, was jetzt die Behörden auch im Hinblick dessen, dass jetzt diese Zelle auch unterstützt wurde teilweise. Und wird es auch möglich sein, dass es aufgeklärt wird oder müssten wir da auch etliche Jahre warten, bis die Archive geöffnet sind, bis dann Historiker, Journalisten dann hier recherchieren und dann hier für Klarheit sorgen? Ich denke, das ist insbesondere den Hinterbliebenen, sind wir das, denke ich mal, dementsprechend schuldig? Also in der Diskussion schwingt ja immer mit sozusagen
der Vorwurf eines tiefen Staates, also eines Staates im Staate, den man nicht kontrollieren kann, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass in Sicherheitsbehörden genug Demokratinnen und Demokraten arbeiten, die so etwas mitbekommen würden. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist ein sozusagen der Super-GAU der Sicherheitsbehörden gewesen, dieser 4. November 2011, als das enttarnt worden ist, weil es eben an vielen Stellen einfach zu Versagen geführt hat und wo man sich fragen kann, was soll das? Und die Frage ist nun, wie geht Politik damit um, wie gehen Verantwortliche damit um? Der erste menschliche Reflex ist natürlich immer, eigenes Versagen runterzuspielen oder nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommen zu lassen. Ich würde mir da schon einen souveräneren Umgang wünschen in manchen Teilen. In Hessen hat man die NSU-Akten für 120 Jahre angestuft und weggesperrt. Da hat man sich jetzt dagegen gewehrt. Jetzt sind sie noch für 40 Jahre weggesperrt. Aber so eine Zeitdauer, dass die selber davon betroffen waren, dass die komplette Aufarbeitung nicht mehr erleben werden. Natürlich ist Quellenschutz wichtig. Aber wenn man dann sich Wahrheit überhaupt nicht stellt, wir hatten jetzt ja den Vorgang des Aktenschredderns direkt nach der Enttarnung, dass man im Bundesamt für Verfassungsschutz ganz gezielt Akten mit Bezug zu Tschäpe, Mundlos und Bönhardt geschreddert hat, wo keiner, es war übrigens auch eine Leistung des Untersuchungsausschusses, der das zutage gefördert hat, weil viele auch nur fragen, was bringt das, das kostet ja nur. Viele Dinge, die der Öffentlichkeit nicht bekannt waren, werden durch so ein Instrument auch zutage gefördert, wo man mit einem schlechten Bauchgefühl zurückgelassen wird, wo eigene Verantwortung auch weggeschoben wird, haben wir in vielen Phänomenbereichen. Ich ziehe mal das Fazit zu Anis Amri, weil die Frage ist ja nicht, was ist nur singulär und was ist strukturell und systemisch. Und auch da gab es eine Situation, dass nach dem Anschlag wahrscheinlich Akten frisiert worden sind, von Beamtinnen und Beamten, die aus einem gewerbsmäßigen Drogendealer Amri einen Kleinkriminellen gemacht haben. Warum? Weil man Kleinkriminelle nicht hätte inhaftieren können. Den Nachweis konnte man letztendlich nicht führen im Disziplinarverfahren, aber es gibt eben viele Hinweise darauf, dass das stattgefunden hat. Und das ist das, was mich so ärgert, dass man als Regierung dann nicht einfach offen sagt, das ist das Versagen. Wir versuchen so bestmöglich einfach Transparenz herzustellen im Rahmen dessen, was geht. Und da würde ich mir einfach mehr Transparenz wünschen, auch bei NSU. Und es werden, so ehrlich muss man sein, auch Fragen einfach offen bleiben. Solange Beate Zschäpe nicht die Wahrheit sagt, werden die Hinterbliebenen und Angehörigen nie erfahren, warum gerade ihr Angehöriger. Warum er und nicht jemand anders. Da können wir noch so viele Untersuchungsausschüsse machen und Frau Zschäpe hat sich dazu entschlossen, nicht die Wahrheit zu sagen. Und das sind Menschen, die von dem, was sie getan haben, bis heute zutiefst überzeugt sind, dass das richtig ist. Und stellen Sie sich eine Situation im Gerichtssaal vor, Frau Zschäpe sitzt da und der Vater von Halid Yozgat legt sich auf den Bogen und zeigt, wie er seinen Sohn aufgefunden hat. Oder die Mutter von Halid Yozgat fragt Frau Zschäpe, ob sie sich nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man das Kind verliert. Ob sie nicht auch solche mutterlichen Gefühle hat. Und da kommt gar nichts. Da kommt ein Lächeln. Dann halten Sie das 5 Jahre lang nur durch, wenn Sie ideologisch so gefestigt sind, dass Sie bis heute der Meinung sind, es ist absolut richtig, dass Sie diese Leute aus dem Weg geräumt haben. Das ist Ergebnis der Radikalisierung und Ergebnis von Worten. Deshalb warne ich so. Es wird ja immer gefragt, gibt es eine Mitschuld beispielsweise der AfD jetzt nach Halle und Hanau? Eine juristische Mitschuld gibt es natürlich nicht. Juristisch schuldig ist immer nur der die Tat begangen hat. Aber es gibt nur moralische Mitschuld. Wenn ich sage, George Soros, ein jüdischer Milliardär, setzt Migration als Waffe ein und will Deutschland umvolken und will, dass das deutsche Volk ausstirbt. Und wenn ich das ernsthaft im Deutschen Bundestag immer wieder wiederhole, dass die Altpartei für die Umvolkung, für das Aussterben der Deutschen verantwortlich ist, darf ich nicht treudoof in die Kameras blicken nach sowas und sagen, das war ja komplett unfassbar, dass jemand sowas macht und sich auf sowas beruft oder dass man immer sofort sagt, das ist ein psychisch Kranker, das kann ja kein Rechtsextremist sein. Also es schließt sich nicht aus, dass jemand psychisch krank ist und Extremist für alle Phänomenbereiche. Das ist was glaube ich, wichtig ist, dass man sowas nicht unkommentiert stehen lässt.
Ja, danke. Oder okay. Ja, was danke. Sie jetzt am Schluss gesagt haben, halte ich auch nochmal für sehr wichtig, wo ich nochmal eine Analyse gern von Ihnen hätte. Sie sagten jetzt gerade, also die Worte, die formuliert werden gerade von manchen AfD-Vertretern, und wenn man jetzt die Gesellschaft um uns drumherum anschaut, in anderen europäischen Ländern oder in USA, so diese, ich sage jetzt mal, diese unglaubliche Lust daran, praktisch Feindbilder zu entwickeln oder Sündenböcke irgendwie zu produzieren, Verschwörungsmythen und so weiter. Lügenpresse und die Elite, politische Elite, das sind alles so Begriffe, die eigentlich in letzter Zeit erst so richtig aufgekommen sind. Was ist Ihre Analyse, wieso ist sowas plötzlich da? Und diese Begriffe sind ja anschlussfähig an den Terror dann, ja, an den rechten Terror. An den linken Terror sind die nicht anschlussfähig, also weniger zumindest. Aber sag mal, dieser rechte Terror, der reicht da so in die Mitte der Gesellschaft rein. Und für mich ist die Frage, wieso entsteht sowas? Also man redet ja auch davon, dass der Mittelstand um seine Positionen bangt, ja? dass irgendwas abbricht, dass Verteilungsängste da sind von Menschen in der Gesellschaft, dass der Lebensstandard nicht mehr so gehalten werden kann und weiß ich was alles. Also das gibt einfach verschiedene Faktoren, und da würde ich gern Ihre Analyse hören, warum Sie diese atmosphärische Situation, wie Sie die gerade einschätzen, woher die kommt. Also ich würde Ihre Ausgangsthese nicht ganz teilen, dass Sie sagen, das ist ein neues Phänomen, das ist es nicht. Es artikuliert sich anders, aber es triggert, es ist neu, also es ist löst Reflexe in Menschen aus, die schon immer da waren. Also die Angst vor dem Fremden, die gibt es nicht erst seit den letzten Jahren, die gibt es über die Jahrhunderte hinweg. Menschen haben immer Angst vor Unbekannten, das sie nicht kennen. Und Verschwörungstheorien gedeihen da, wo es keine Erklärungsansätze gibt, wo Dinge auch offen bleiben bei Corona. Weil wir eben nicht alles über Corona wissen, gibt es Lücken, und Menschen suchen sich Erklärung für diese Lücken. Gefährlich wird es dann, wenn man an uralte Verschwörungserzählungen, Mythen anknüpft. Ich möchte mal ein Beispiel machen, dass es plastischer wird. Die sogenannte QAnon-Bewegung, die ist sehr stark auf diesen Corona-Demos vertreten. Die haben so ein Q, die gibt es seit 2016, 17. Ist eine Internet-Schnitzeljagd sozusagen. Also Q hat in so einen Online-Board reingeschrieben, und die Grundthese von QAnon ist, dass es eine Elite gibt, zu der muss wahrscheinlich ich auch zählen, ich weiß es nicht genau, aber auch Politiker, die Kinder entführen, ihr Blut trinken, damit sie sozusagen jünger werden, als Verjüngungsmittel. Komplett abstruse Theorie. Wenn ich Ihnen aber sage, dass die gar nicht neu ist, sondern dass die 600 Jahre alt ist, diese Verschwörungserzählung aus dem Mittelalter. Da hieß es ein bisschen anders. Da haben gesagt, die Juden entführen christliche Kinder, backen ihr Blut in Mazzot ein und essen das als Heilmittel. Das hat man im Mittelalter geglaubt, und das hat unter anderem zu Pogromen geführt. Das heißt, die setzen an ganz uralten Erzählungen an und vertonen die einfach so neu, dass es bestimmte Leute sozusagen in ihrer Emotionalität triggert und abholt und für sie vereinnahmt oder möglich macht, die sonst für klassische Rechtsextremisten beispielsweise überhaupt nicht ansprechbar sind. Ich glaube auch, das sieht man auch jetzt bei diesen Beobachtungsdiskussionen, wird die AfD beobachtet oder nicht, dass das der AfD deswegen schadet, gerade weil es im Bürgertum immer noch so eine Haltelinie gibt, dass es sagt, also klar, rechtsextreme Parteien wähle ich nicht. Das führt aber auch für mich zu dem Schluss, dass gerade die bürgerliche Mitte knallharte Abgrenzungen nach rechts außen führen muss. Also jegliches Verständnis ist ja irgendwie auch noch eine normale Partei, und mit denen müssen wir jetzt halt leben. Leben müssen wir nicht. Was wir tun müssen, ist zu überlegen, was sind Triebfaktoren, damit Menschen so eine Partei wählen.
was können wir als Politik machen, um denen den Boden zu entziehen. Aber ich bin nicht bereit, im Deutschen Bundestag so jemand zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags zu wählen. Ich will mich von so jemand nicht vertreten lassen, von einem Anhänger einer solchen Partei, die im Deutschen Bundestag Zwischenrufe tätigen wie 6 Millionen waren nicht genug. Muss man auch mal sagen, was da gesagt wird, unfassbar. Wir haben uns beschwert, wir haben ja das Schicksal, wir müssen ja neben denen sitzen, wir hören noch viel mehr Dinge, was man im Fernsehen so nicht hört. Wir haben uns beschwert bei der Bundestagspräsidentin, die hat gesagt, es tut ihr furchtbar leid, sie hat es nicht gehört, die Stenografen, die vorne sitzen, haben es auch nicht gehört. Aber selbst wenn man die damit konfrontiert hätte, hätten die gesagt, Herr Strasser, das ist doch nur Ihre Denke, 6 Millionen, wir haben einen Haushaltstitel gemeint. Sowas würden die einem sagen, wenn man die damit konfrontiert. Und deswegen kann ich nur davor warnen, solche Leute irgendwie zu normalisieren, sondern was Demokratie schaffen muss, ist den Diskurs innerhalb des demokratischen Spektrums auch hart zu führen. Natürlich darf man Kritik an der Migrationspolitik in Deutschland äußern. Nicht jeder, der rechts ist, ist gleich rechtsextrem. Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Und natürlich ist das Gefühl, dass man Angst vor Fremden hat, per se auch nicht verfassungsfeindlich. Ja, man muss dieses Gefühl Menschen auch lassen und sozusagen nicht jeden sofort in eine Ecke stellen, aber in der Gesellschaft ganz klar signalisieren, was eben noch sagbar ist und was extremistisch ist und was nicht geht und auch nicht toleriert wird und auch nicht akzeptiert wird. Und deswegen sind Oberschwaben vielleicht so eine der wenigen Regionen in Deutschland, wo wir keine AfD im Kreistag und keine AfD in irgendeinem Gemeinderat haben, weil eben die Leute genau wissen, es gehört sich nicht für so eine Partei, Gesicht und Namen herzugeben. Und deswegen bin ich ein ganz harter Verfechter, auch in meiner Fraktion, dass da überhaupt kein Zweifel aufkommen darf und wir diese Abgrenzung ganz knallhart führen müssen. Wir haben noch mehr Fragen hier im Raum, aber wir haben auch Online-Fragen. Nicht mehr? Frage. Ja, ist mir zwar fragt die Dame oder möchte gerne wissen, inwieweit Politikverdrossenheit denn den radikalen Gruppierungen einfach so ein bisschen zuspielt und ob man dem vielleicht entgegenwirken könnte, indem man vielleicht mehr Bürgerbeteiligung vorantreiben würde, mehr Bürgerversammlungen machen würde, um einfach da so ein bisschen präventiv vorzubeugen und diese Politikverdrossenheit oder dieses Ohnmachtsgefühl, das ja manchmal herrscht, ein bisschen zu mindern. Also Politikverdrossenheit ist meine These, befördert das extrem. Auch den Antiparlamentarismus, das ist Teil der Strategie, also dass man Parlamente, den parlamentarischen Streit nicht als normal, sondern als schlecht und anstößig empfindet. Und auch da stellen sich AfD-Vertreterinnen und Vertreter in eine bestimmte Traditions- und Denklinie der sogenannten konservativen Revolution. Ich habe so ein bisschen zusammengezuckt, als Dobrindt das mal verwendet hat, diesen Begriff. Er hat es anders gemeint, wenn er sagt, wir bräuchten eine konservative Revolution. Aber historisch war das die Vorstufe des Nationalsozialismus innerhalb der Weimarer Republik. Vertreter, die antiliberal, antiparlamentarisch aufgestellt waren, die gesagt haben, unsere liberale Gesellschaft, die ist dekadent, die ist korrupt, die führt direkt in den Niedergang. Also das kulturpessimistische Element sehen wir da auch ganz stark. Deutschland ist kurz vor dem Abstürzen, wenn man jetzt nichts tut. Das wird sehr gern gespielt. Das sind alles Denkschulen dieser konservativen Revolution. Und deswegen müssen auch Parlamentsvertreter sehr darauf achten. Es ist immer sehr beliebt, sozusagen zu sagen, wir müssen die Diät reduzieren und am besten nur noch 100 Bundestagsabgeordnete oder 50 tun es auch. Ich bin sehr von der Wahlrechtsreform. Ich glaube, wir haben einen zu großen Bundestag. Aber die Frage ist immer, wie man das intoniert und ob man das abfällig und diskreditierend tut. So nach dem Motto, da sitzen ja eh alles nur Loser, die sich die Taschen voll machen. Das mag für einen kurzfristigen Wahlerfolg immer gut sein, aber langfristig diskreditiert unsere parlamentarischen Verfahren. Bürgerbeteiligung bin ich immer dabei, aber letzten Endes müssen Parlament auch eine Entscheidung treffen. Wir müssen schon aufpassen, dass Dinge auch nicht zu Tode diskutiert werden, auch auf kommunaler Ebene. Wir haben sehr, sehr engagierte Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, Kreisrätinnen, Kreisräte. Ich sehe auch die ein oder andere Kollegin hier im Raum sitzen. Und die, die das,
des Mühen, des Ringens auf sich nehmen. Und ich glaube einfach, dass repräsentative Demokratie auch ihren Wert hat. Ich mache immer gern Bürgerbeteiligung. Ich habe am Donnerstag wieder Bürgersprechstunde in meinem Wahlkreisbüro. Wenn Sie kommen möchten, können Sie mir ganz direkt Ihr Anliegen schildern. Man kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich versuche online präsent zu sein auf jeden möglichen Kanälen, die es so gibt. Also ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen machen das auch. Aber den letzten Schritt des Engagements als Bürger, sich zu informieren, sich eine Meinung zu bilden, die lokalen Abgeordneten auch zu kontaktieren, gern bitte auch kritisch und hart in der Sache diskutieren. Das ist schon die Aufgabe, die kann ich keinem abnehmen, sondern das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, dass jeder mündige Bürger sich auch die Mühe macht, sich eine Meinung zu bilden und auch zur Wahl zu gehen. Weil die Parlamentssitze werden trotzdem besetzt, auch wenn ich selber nicht hingehe, aber immer mit den Leuten, die man am schlechtesten selber für geeignet hält. Deswegen ist es auch wichtig, zur Wahl zu gehen. Ja, Herr Strasser, es war sehr interessant zu sehen, wie Sie praktisch rückblickend von den 80er Jahren beginnen, diese verschiedenen Ereignisse geschildert haben, die auf rechtsextremistische Hintergründe zurückgehen. Interessant dabei, dass das eigentlich Einzeltäter waren, aber Einzelgruppierungen. Wenn man in der Wahl von 40 Jahren nimmt, wird man, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, mit einem gewissen Zynismus sagen können, war ja nicht so viel. Wenn man das vergleicht mit den Aktivitäten, die ich als Jugendlicher erlebt habe, wo die RAF in kurzen Abständen immer wieder irgendwelche Terroranschläge begangen hat, die also wirklich fast den Alltag geradezu bestimmt haben, so ist das für uns immer nur so ein kurzer Moment und dann ist es eigentlich schon wieder abgeklungen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, gibt es möglicherweise vielleicht doch keine echte Struktur des Rechtsextremismus beziehungsweise eine Organisationsstruktur, die rechtsextrem agiert. Jetzt die AfD könnte man natürlich sozusagen als Passepartout nehmen, das stimmt aber insofern natürlich wiederum nicht. Wir hatten die NPD, wir haben die Republikaner gehabt, wir haben die AfD und ich persönlich habe schon oft gesagt, die wird genauso wieder in die Versenkung verschwinden, weil sie ja auch selbstzerstörerisch in einem gewissen Maße ist und sie wird vermutlich wieder abgelöst von einer dann wieder neu entstehenden, wie auch immer sich diese Gruppierung dann nennen wird. Ganz konkrete Frage, glauben Sie wirklich, man sagt immer, Geschichte wiederholt sich, ist die Demokratie in Gefahr, dass sie also sozusagen, dass Deutschland wieder in ein Fahrwasser geraten könnte wie im Dritten Reich, wo auch das Intervall aber tatsächlich kurz war nach dem Ersten Weltkrieg, bis sich sozusagen der Nationalsozialismus dann etablieren konnte und eigentlich in einem extrem kurzen Zeitfenster tatsächlich zum Zug kam? Also Geschichte genau so, glaube ich, dass sie sich nicht wiederholt, aber die Frage ist, was passiert stattdessen? Ich warne davor, Demokratie als Gott gegeben zu nehmen, auch in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das sicherlich alles Demokraten, sondern wir mussten das auch erst erlernen als Gesellschaft, was ist Demokratie und welchen Wert hat sie auch. Und Demokratie lebt nur mit aktiven Demokraten. Das ist kein Selbstzweck, sondern wir alle müssen darauf achten, dass unsere Demokratie geschützt bleibt. Jetzt hatten Sie gesagt, es waren ja relativ wenige. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist es so, aber auch in anderen Phänomenbereichen, weil Terrorismus funktioniert ja nicht so, möglichst viele Leute umzubringen, sondern die Zielgruppe in Angst zu versetzen. Also das Gefühl zu geben, egal wo ihr hingeht, ihr werdet nie sicher sein. Ihr werdet nie offen leben können. Jetzt haben wir es beim Rechtsextremismus so, dass es nicht die Mehrheitsgesellschaft trifft momentan, sondern Menschen mit Migrationshintergrund, Obdachlose, Politiker. Aber es ist schon gefährlich, wenn eine Mehrheitsgesellschaft sowas zu Achselzucken zur Kenntnis nimmt, dass sowas passiert. Das ist die Gefahr. Und man diese Leute gewähren lässt. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht die Aufgabe von Minderheiten, ihren Schutz sozusagen geltend zu machen, sondern es ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, darauf zu achten, dass hier in diesem Land jeder so leben kann, wie er das möchte, solange er jetzt niemand anders in seiner Freiheit beeinträchtigt als Grobform. Das ist die Aufgabe. Beim Rechtsextremismus war es immer so, natürlich sind das einzeln handelnde Täter gewesen. Gundolf Köhler hat einzeln gehandelt, hat er aber eine Struktur dahinter über die Wehrsportgruppe Hoffmann, die ihn angeleitet hat, die ihn radikalisiert hat, die Waffen beschafft haben. Beim NSU war es Blood and Honor als Struktur im Hintergrund, Kennverhältnisse.
Nach allem, was wir wissen, haben die drei das gemacht, aber wer hat die unterstützt? Also waren es wirklich nur die, die noch in München zusätzlich angeklagt waren? Welche Rolle hat beispielsweise ein Ralf Marschner, ehemaliger V-Mann, wo es Zeugenaussagen gibt, dass man Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bei dem ein Abbruchunternehmen gesehen hat, als die im Untergrund gelebt haben. Die Frage der Finanzierung, von was haben die gelebt, ist auch nicht klar. Also es muss im Hintergrund wie auch immer geartete Helferstrukturen gegeben haben. Und auch beim jetzigen Rechtsterrorismus der letzten drei Jahre war es so, sowohl bei Halle und bei Hanau, die haben sich Anleihen gesucht. Christchurch beispielsweise, wenn Sie das Video Christchurch vergleichen mit dem Video von Halle, dann ist das fast 1:1 die Verhaltensweise, die da nachgeahmt wird von diesem Attentäter in Christchurch, der in einer Moschee, ja, ich glaube, über 60 Menschen erschossen hat. Und das stellt Sicherheitsbehörden schon vor große Herausforderungen, weil eben über das Internet ganz andere Dinge möglich sind, weil sich Leute radikalisieren, die sie nicht wie früher klassisch auf dem Schirm hatten, über V-Leute-Systeme, über Kameradschaften, wo Organisationsstrukturen da waren, wo man Querverbindungen ziehen konnte. Das alles macht es nicht einfacher, sondern die Szene ist vielfältiger und diverser geworden. Und die AfD hat eine besondere Funktion. Die ist natürlich jetzt nicht in einem rechtsterroristischen Netzwerk unterwegs, sondern sie ebnet den vorpolitischen Raum durch ihre Aussage. Sie verändert den gesellschaftlichen Diskurs. Sie macht rechtsextreme Inhalte anschlussfähiger. Natürlich steht die nicht im Kontakt mit den Attentätern von Halle und Hanau. Wobei man auch sagen muss, Stefan Ernst, der mutmaßliche Täter Walter Lübcke, hat ja an die AfD gespendet und für die AfD Wahlplakate aufgehängt. Also das fällt auch so mal ein bisschen unter den Tisch. Da verschwimmen Grenzen. Und das macht es eben zu einer großen Herausforderung für Sicherheitsbehörden, da sozusagen noch alle Teller oben zu halten parallel. Das ist die große Herausforderung des Rechtsterrorismus. Auch im islamistischen Terrorismus, da gibt es ähnliche Phänomene. Aber ein Anis Amri beispielsweise, der war zwar Einzeltäter an dem Abend, der hatte aber Kontakt zu den Attentäten von Paris, nach Straßburg, nach Dortmund, nach Kassel, nach Hildesheim, nach Tschetschenien, nach Libyen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein klassischer Einzeltäter, der einfach irgendwie heute auf die Idee gekommen ist, ich nehme mir einen LKW und fahre über den Weihnachtsmarkt, sondern wo es Kontakte schon vorher gab. Es gab ja auch quasi noch im Hintergrund mit die Frage, inwieweit ist die Demokratie gefährdet? Das war ja quasi zu dieser Frage der Strukturen, also es war ja die große drüber. Was sagst du dazu, also, weil der Präsident des Verfassungsschutzes sagt ja quasi, der Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus als aktuell die größte Gefahr für die Demokratie. Und jetzt noch der nächste Schritt, inwieweit ist Demokratie derzeit gefährdet? Was sagst du da? Also ich bin ein Mensch, der Menschen ungern Angst macht. Das ist nicht so mein Naturell oder vielleicht auch für einen Liberalen nicht so das Naturell, sondern ich denke erstmal, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart heute. Das ist so meine Grundeinstellung. Aber mir macht schon Sorge, was ins Rutschen geraten könnte. Corona-Demos wurden angesprochen. Natürlich sind die Menschen, die da hingehen, aus dem normalen bürgerlichen Bereich, jetzt keine Neonazis, nicht immer Verschwörungstheoretiker, sondern haben ein bestimmtes Anliegen. Aber da droht was zu verrutschen, wenn wir da nicht aufpassen, dass man diese Menschen noch mitnimmt, abfängt und sozusagen in die Diskussion, in den Dialog geht, sondern irgendwie sagt, sind alle Nazis, die da hingehen, sind alle Spinner, sind alle verrückt. Davor kann ich warnen, weil dann treibt man die Leute erst recht in die Arme der Leute, weil sie das Gefühl haben, ich werde überhaupt nicht mehr ernst genommen von meinen Volksvertretern. In meinem Anliegen, meine Fragen werden nicht beantwortet. Das macht mir Sorgen. Und dass auch bei immer mehr Leuten die Lösungskompetenz von Demokratie für Alltagsprobleme in Frage gestellt wird, geht das wirklich noch mit so einer, Anführungszeichen, Quatschbude Parlament, mit den langen Prozessen, die das System Demokratie impliziert ist. Also wenn ich den Anspruch habe, möglichst die Meinung von allen irgendwie zu hören, zu gewichten, in den Ausgleich zu bringen, unterschiedliche Standpunkte, das ist das Wesen von Demokratie, dann kann ich eben nicht so schnell eine Entscheidung treffen wie ein autoritärer
Herr Orban oder gar ein Diktator in anderen Ländern, wo einfach entschieden wird, was gemacht wird, egal was Minderheiten denken oder was Andersdenkende denken. Von so einem Zustand sind wir noch meilenweit entfernt. Aber wenn so eine Stimmung in der Bevölkerung einreißt, die haben keine Ahnung, die können nichts mehr lösen und teilweise Parlamentarier selber so über sich reden, dann macht mir das Sorge und da muss auch bei manchen Kolleginnen und Kollegen nochmal ein Mentalitätswandel eintreten. Ich halte es da eher mit Churchill, die Demokratie ist die schlechte Staatsform, die es gibt, aber ich kenne keine bessere. Ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass da nicht was nachhaltig ins Rutschen gerät. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Wir haben aber eigentlich, hatten Sie sich noch zu Wort gemeldet und ich würde Ihnen gerne auch die Möglichkeit noch geben. Ja, dann müssen Sie kurz. Noch kurz zurückkommen auf die in Anführungszeichen kleinen Extremisten und Nazis, die Hakenkreuze rumschmieren oder meinen, sie müssten sich auf dem jüdischen Friedhof mal austoben. Wenn man dann die Strafen anschaut, wenn man anschaut, wie die Juristen mit diesen Leuten handsam verfahren, dass man sagen kann, eigentlich kriegt einer, der im Supermarkt einen Mundraub begeht, eine höhere Strafe als der, der sich so extrem verhält und eigentlich oder offensichtlich auch bereit ist, anderes zu tun. Da frage ich mich dann schon, wo ist der Rechtsstaat noch? Wie reagiert der dann im Ernstfall? Manchmal hat man das Gefühl, die Leute kriegen noch ein paar Streicheleinheiten. So, die letzte Frage noch an den Juristen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht dabei, deswegen kann ich da jetzt nicht faktenbasiert argumentieren. Aber ich weiß nicht, ob Ihre Grundthese so wirklich zutrifft. Ich erlebe, wenn wir jetzt das Beispiel... Ich will da nicht widersprechen, weil ich nicht weiß, ob Sie recht haben oder ich recht habe. Aber wenn ich jetzt Ihr Beispiel Schändung jüdischer Friedhöfe nehme oder antisemitische Straftaten, die ja zu 90% immer noch rechtsradikal motiviert sind, nach der polizeilichen Kriminalstatistik, wenn man mit Jüdinnen und Juden redet, dann schildert die ganz häufig einem, die Straftaten werden gar nicht weiter verfolgt, sondern eingestellt. Also es kommt gar nicht zu Verurteilungen, weil es gar nicht angeklagt wird. Und das oft daran liegt, weil Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte das gar nicht als Antisemitismus erkennen. Wir haben einen Fall in Wuppertal, da haben zwei palästinensische Jugendliche Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen. Das Verfahren wurde eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, es sei Israel-Kritik gewesen, was da ausgeübt wird. Und auch Israel-Kritik kann Teil von Antisemitismus sein. Und das ist ja das perfide gerade, dass man da immer schwer die Grenze zieht, was ist legitime Kritik an der israelischen Regierungspolitik. Das ist was anderes wie Israel-Kritik. Es gibt keine China-Kritik, es gibt keine USA-Kritik, es gibt keine Deutschland-Kritik. Sondern da wird ein Existenzrecht eines Staates in Frage gestellt, weil er ein jüdischer Staat ist. Das ist Antisemitismus. Und deswegen erwarten diese Menschen auch zu Recht, dass die Länder, da sind die Länder zuständig, das als Teil der juristischen Ausbildung verankern. Wir haben jetzt bundesseitig den Paragraph 46 Strafgesetzbuch nachgebessert, wo Antisemitismus wortwörtlich auch als strafverschärfendes Merkmal mit aufgenommen wurde, sodass jeder Richter beim Urteil auch nochmal überlegen muss, liegt dieses Merkmal hier vor, ja oder nein. Wir haben die UNRWA-Definition jetzt mit in die Gesetzesbegründung bekommen, was Antisemitismus angeht. Also das sind viele Baustellen, auch da in der Analysefähigkeit, in der Früherkennung und weniger jetzt, dass der Strafrahmen zu niedrig ist oder die Aburteilungswahrscheinlichkeit oder die jeweilige Strafmaß zu niedrig, sondern das Problem ist, dass es gar nicht bis zum Gericht kommt, weil die Ermittlungsbehörden das schon einstellen. Also das sind die Baustellen aus dem Beispiel Antisemitismus, wo man noch was machen kann in Deutschland und wo wir auch was machen sollen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir auch noch den Juristen gehört und vor allem auch da nochmal, finde ich, für mich, was ich heute sehr stark gelernt habe,
dieses in der Komplexität der Institutionen zu hören, also ein Einblick in was passiert denn bis hin zum Untersuchungsausschuss, aber auch ganz konkret, wie ist das mit den Sicherheitsbehörden, wo sind denn da Stellschrauben nach deiner Meinung, wo man dran drehen kann und sollte, bis hin aber auch zu den ganz praktischen Fragen, was können wir denn hier alle auch im konkreten Kontext von Corona, ich bin sehr froh, dass eine Frage auch in die Richtung kam, um das nochmal zu kontextualisieren, wo wir, wie ja zu Recht gesagt wurde, jetzt oft auch sehr unmittelbar, dass uns jetzt in unserem Umfeld Fragen betreffen, wo man dann nicht mehr so ganz klar, sich klar ist, in welche Richtung geht das. Jetzt sind wir jetzt schon in Verschwörungsideen etc. Also dass wir die verschiedenen Ebenen hier jetzt von besprechen konnten, gehört haben und die Frage vorhin, wo ich ja meinte, das ist jetzt schon quasi wie ein Schlusswort, wie gefährdet ist denn jetzt Demokratie? In dieser Doppelseitigkeit, man muss es ernst nehmen. Ich glaube, das, was das ich heute hier auch sehr mitnehme, was natürlich auch der Grund, das Tenor der ganzen Veranstaltung war, aber auch wir können und müssen mitgestalten. Und das fand ich jetzt auch wichtig und für mich nochmal dieses als Politiker mal wieder zu hören. Wir haben hier oft, also sind ja auch hier einige bekannte Gesichter, die sie immer mal wieder zu Veranstaltungen kommen. Und finde es auch wichtig, die Gestaltenden in den Strukturen, in der Politik zu hören, ihr Appell, dein Appell, Entschuldigung, zu sagen, kommen Sie doch in diese Versammlungen. Ich habe das auch mal gemacht in so Gespräche, dass ich mal zu einem Politiker bin und dachte, eigentlich möchte ich mich auch mal zu Wort melden. Das war jetzt nicht bei dir. Mhm. Ich sage auch nicht wo, bei wem in einem Gespräch, aber wo ich dachte, ich möchte jetzt auch mal sagen, ich mache mir auch Sorgen. Und dann habe ich zur Antwort bekommen, das ist gut, dass Sie mir mal das sagen, weil sonst kommen immer Leute, die Sorgen haben vor den Fremden und die vor der Umvölkung. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt auch mal quasi in Anführungszeichen sagen, ich bin auch eine besorgte Bürgerin und ich bin auch wütend, wenn ich merke, was hier passiert. Und möchte mich jetzt auch mal hier zu Wort melden und fand es total interessant, als Rückmeldung dann zu hören, Sie sind die Erste, die jetzt mal mit so einem Thema kommen, weil sonst melden sich andere zu Wort. Und du hattest das jetzt auch wieder gesagt, diese Wichtigkeit, dieses Ineinander. Und das nehme ich heute auch nochmal mit, auch vielen Dank, diese Gestaltung. Wir können, jeder von uns müssen das ernst nehmen und können auch mitgestalten. Ich habe so manchmal ein bisschen aufgehört, wenn du gesagt hast, das muss die Zivilgesellschaft leisten oder das können jetzt die Institutionen nicht oder die Politiker nicht leisten. Aber gleichzeitig sind ja auch Politiker Teil dieser Gesellschaft und Zivilgesellschaft. Und das fand ich, war heute sehr deutlich, dieser Konnex. Und dafür danke ich auch sehr. Das war ja auch vorher schon mal gesagt, dass wir da nochmal einen Einblick, Ausblick bekommen haben. Vielen Dank dafür. Bestimmt auch im Namen aller, die online teilnehmen genommen haben, können wir jetzt stellvertretend klatschen allen. Vielen Dank. Danke.